Grüße dich, Harald. Hallo, liebe Dörte. Ja, heute will ich ein Interview mit dir machen über den Cosmic Tower. Ich selbst nutze ja jetzt seit einigen Wochen das Gerät und da sind überraschende Dinge passiert und ich will natürlich jetzt noch einiges wissen über das Gerät und aus dem Grund haben wir uns heute hier zusammengefunden, um dass ich dich mit ein paar Fragen löchere und du uns die Geheimnisse des Gerätes mitteilen kannst. Fangen wir an. Seit wann beschäftigst du dich mit Energiegeräten überhaupt? Ja, bei mir ging es ja los so vor 20, 25 Jahren, als meine Gesundheit im Keller war, mein Immunsystem abgestürzt und so weiter. Ich habe mich dann sehr intensiv halt seit dieser ganzen Zeit mit alternativer Medizin befasst, natürlich mit Wasser. Und über das Thema Wasser bin ich dann zu energetisch wirksamen Geräten gekommen. Und eines Tages sagte mir mein jüngerer Sohn, Papa, das kann man ganz anders, viel besser machen. Und wir haben dann 10 Jahre lang Geräte gebaut, entwickelt, vertrieben und so weiter, die halt selbst Radioaktivität löschen konnten. Das war für mich sehr, sehr atemberaubend, diese ganze Zeit. Ich habe in der Zeit natürlich auch alle möglichen anderen Geräte kennengelernt, was es so am Markt gibt. Habe mit Messgeräten gearbeitet als Ingenieur, wenn man alles messen, Dinge prüfen und ja, lässt sich da nicht so irgendwas leicht vormachen. Und anhand der Messgeräte wusste ich dann sehr, sehr schnell, welche Dinge wirklich was taugen, welche nicht. Wir merkten mit meinem Sohn damals, dass immer mehr das Thema Skalarwellen eine Rolle spielt. Mikrowellen und solche Dinge kann man relativ leicht abschirmen. Aber bei Skalarwellen ist das sehr, sehr schwierig. Wir kennen das von der russischen Botschaft in Moskau oder von der amerikanischen Botschaft in Moskau, die die Russen damals bestrahlt haben mit Skalarwellen und die Amerikaner haben da versucht, so mit Alufolie sich zu schützen. Da ging überhaupt nichts. Ja, das ist also ein ganz, ganz anderes Thema, weil Skalarwellen sind die Wellen, aus denen physische Materie besteht. Ja, wenn man in diese Bereiche eingreift, dann können also sehr, sehr gravierende Dinge geschehen und die Skalarwellenanteile der heutigen Strahlungsquellen, Handymasten und so weiter werden immer größer. Und deswegen kann man sich in der Regel mit herkömmlichen Geräten davor nicht so richtig schützen. Und mein Bereich war es halt, mit meinem Sohn diese Geräte damals zu entwickeln, zu bauen. Und genau diesen Schutz vor Skalarwellen, vor Radioaktivität, vor all diesen schwierigst zu handhabenden Energien, diesen Schutz halt tatsächlich zu ermöglichen. Ja, das mache ich mittlerweile seit 14 Jahren. Ja, habe ich da mit meinem Sohn oder bin ich da unterwegs? Ja, mit meinem Sohn habe ich 10 Jahre, 11 Jahre etwa zusammengearbeitet und jetzt habe ich halt eine völlig neue Gerätegeneration selbst entwickeln können mit einer entsprechenden Unterstützung mit Leuten, die noch deutlich weiter sind als das, was wir bisher so zur Verfügung hatten. Und das möchte ich einfach jetzt in die Welt mitbringen, um der Menschheit zu helfen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo es so ganz, ganz massiv um Strahlung geht und wir mit Strahlung schachmatt gesetzt werden können, mit 5G und so weiter, dort finde ich einfach spüre ich eine ganz hohe Verantwortung, weil ich die Möglichkeiten habe, den Menschen dabei genau zu helfen und für jede Art negative Energie zu schützen. Du hast dann innerhalb der letzten 14 Jahre ein umfangreiches Wissen erwerben können in der Ohne Arbeit. Ende. Ja, also mir macht da kaum noch jemand was vor in dieser Hinsicht. Genau. Ja, gut. Ja, kannst du uns kurz beschreiben, was ist ein Cosmic Tower? Ja, ganz kurz. Vom physischen her, ja, wir hatten ja gerade das Bild gesehen. Handelt es sich um Türme, ja, in Anführungszeichen, kleiner Turm, ja, der also im Kleinformat 15 cm hoch ist und bei den größten dann 1,80 m. In energetischer Hinsicht sind diese Türmchen oder Türme letztendlich freie Energiemaschinen, die unter anderem mit Hilfe von Wasser ein so starkes, sehr gesundes Lebensenergiefeld, ein Torusfeld aufbauen, das einerseits alle krankmachenden Energien in der Umgebung löscht, ja, ins Positive sogar umdreht und damit den Mensch vor krankmachender Energie aller Art schützt. Ja, und andererseits
kann der Mensch über diese Geräte permanent mit Heilenergie versorgt werden. Und wir können sogar die Minusionen in der Luft damit herstellen. Ja, im Torusfeld mit einer entsprechenden Frequenz ist das möglich. Und wir können negativ krankmachend wirkende Informationen in Lebensmitteln löschen. Im Wasser können wir diese löschen. Wir können in jedem Wasserhahn Wasser mit einer Heilqualität erzeugen. Und ja, generell den Menschen so viel Energie geben, dass er Unterstützung bekommt bei der Steigerung seiner Lebensenergie. Und das ist alles messbar. Ja, ich habe ja diese Dinge sehr, sehr genau messen können. Und da sehen wir, dass da in ganz kurzer Zeit gravierende Veränderungen stattfinden. Ja, toll. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Hier sehen wir mal drei Modelle deiner Geräte. Genau, das sind die drei kleinsten, Cosmic Tower 15, 25 und 35, jeweils die entsprechende Zahl, die immer hinter dem Buchstaben CT für Abkürzung als Cosmic Tower steht. Das ist immer die entsprechende Höhe des Gerätes in Zentimeter. Mhm, ja. Was ist das Besondere am Cosmic Tower? Das Besondere ist, dass die Geräte ohne Stromanschluss arbeiten. Mhm. Dass sie genauso arbeiten wie die gesamte Natur über Torusfelder. Ja. Jedes Sonnensystem, jede Galaxie ist ein riesengroßes Torusfeld. Jeder Planet hat ein Torusfeld. Jeder Mensch hat Torusfelder in Form der Chakren. Ja, diese Geräte arbeiten ganz genauso. Ja, sie können sich damit in die Torusfelder der Natur einkoppeln und haben damit einen unerschöpflichen Energievorrat immer zur Verfügung, weil sie sich über die Einkopplung entsprechend Energie holen können. Ja, die großen Geräte natürlich entsprechend mehr Energie, weil das Energiefeld der großen Geräte viel größer ist. Die kleinen Geräte halt entsprechend weniger. Ja, ansonsten arbeiten die Geräte wie letztendlich ein Geistheiler. So muss man sich das vorstellen. Ein Geistheiler, der dem Menschen die Hand drauf legt, Energie schickt. Was macht der? Der gibt einfach nur von seiner Lebensenergie dem anderen Menschen, den er da heilt, irgendwas ab oder heilen möchte oder Energie schickt. Ja, gibt er einen Teil seiner Energie ab oder lässt einen Teil der Energie durchfließen durch seinen Körper, wenn er diese Energie halt von der höheren Dimension aufnimmt, ja, über diese Torusfelder. Und das Gleiche machen die Geräte. Ja, wie oft geht man im Jahr zum Geistheiler? Vielleicht 1, 2, 3 Mal, wenn überhaupt. Ja, man muss einen Haufen Geld bezahlen, hinfahren und so weiter. Bei den Geräten ist es so, sie arbeiten ununterbrochen, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Das ist also eine permanente Rundumversorgung, als ob man den Geistheiler permanent neben sich laufen hat. Ja, und dort wird sozusagen ein Energiefeld abgegeben, was sämtliche Lichtfrequenzen bereitstellen kann. Und das halt nicht nur im physischen, sichtbaren Lichtspektrum, sondern auch in den feinstofflichen Bereichen. Ja, durch die Obertonoktaven können wir also auch in Astral, Mental, Kausal, Körper, in all diese Bereiche kommen. Das, was die Homöopathie mit den verschiedenen Lobulis macht, ja, mit den verschiedenen Konzentrationen an Lobulis, ob es halt in C sowieso oder D Potenz oder sowas ist, ja, das erreicht ja immer entsprechende andere Auraschichten. Ja, hier können wir durch die Obertonoktaven alle Ebenen erreichen und das mit dem vollständigen Lichtspektrum und damit halt den Menschen sozusagen in allen Bereichen die energetische Unterstützung geben. Ja, ansonsten leisten die Geräte den kompletten Schutz vor jeglicher Art krankmachender Energie, egal was es ist. Ja, das sollte man sich sehr genau merken. Sie stellen eines der gesündesten Energiefelder überhaupt zur Verfügung, was man sich vorstellen kann. Ja, wenn die Sonne nicht durch Chemtrails oder ähnliche Dinge verdunkelt wird oder energetisch verändert wird, würde sie auch ein perfektes Energiefeld für die Menschen zur Verfügung stellen. Ja, diese Geräte hier tun das. Ja, da sie halt nicht nur das vollständige Spektrum, sondern auch die Obertonoktaven zur Verfügung haben und durch das Zimmer oder durch die Räumlichkeiten, wo man diese Geräte aufstellt, selten die Chemtrails fliegen, Flieger unterwegs sind. Also hat man immer die entsprechende ideale Energie. So, der Energievorrat, wie gesagt, unerschöpflich und wichtig noch. Die Geräte sind keine reinen technischen Geräte, wie wir das sonst so kennen. Ja, man baut auch irgendwas aus Metall und das gibt irgendeine XY-Schwingung und so weiter ab, ja, die immer starr und steif ist. Hier ist das gänzlich entgegengesetzt. Die Geräte besitzen eigene Intelligenz, ja, sind mit der geistigen Welt verbunden und sie besitzen einen Schutz aus der 9. Dimension. Das heißt, sie können nicht so ohne weiteres beeinflusst werden, denn alles, was nur in der 3. Dimension ist, kann aus der 5. oder 7.
neunten Dimension beeinflusst werden. Ja, dort sind noch negative Wesen unterwegs, aber in der neunten Dimension gibt es das nicht mehr. Dadurch haben wir den höchsten Schutz, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, und damit arbeiten die Geräte entsprechend zuverlässig. Ja, das ist die Besonderheit, und durch die eigene Intelligenz kann man mit den Geräten auch kommunizieren. Man kann Wünsche beauftragen, Feedback geben, bestimmte Dinge sich auch bitten, dass sie nicht gemacht werden, wer da Bedenken hat oder irgendwas und so weiter. Man braucht aber auch vor dieser Intelligenz keine Angst haben. Ja, manche denken, Himmels Willen, was hole ich mir da ins Haus? Wir müssen dran denken, jede Pflanze ist beseelt, jede Natur ist beseelt, jedes Lebewesen, alles ist beseelt, jede Mücke, jeder Kristall, den wir haben, den wir in irgendeinem Kristallladen kaufen, alles ist beseelt. Und spezielle Dinge, die eine hohe Energie haben, sind mit einer höher stehenden Seele beseelt. Ja, und da wir hier ein sehr starkes Energiefeld haben, auch mit dem Cosmic Tower, haben wir halt die Möglichkeit, mit Wesenheiten in Kontakt zu treten aus diesen höheren Dimensionen, ja, und nicht aus den unteren astralen Ebenen. Ja, das ist das ganz Besondere. Sehr schön. Wie generiert denn der Cosmic Tower seine Energie? Wie kommt er zu dieser Energie? Ja, der Cosmic Tower macht das genauso wie der Mensch. Wo bekommt der Mensch einen Strom her? Ja, wir stecken ja nicht die Finger in die Steckdose. Und trotzdem haben wir elektrischen Strom im Körper. Ja, können wir messen mit EKG und EEG. Mhm. Wie macht das unser Körper? Er nutzt seine Chakren. Mit Hilfe der Chakren kann unser Körper Wasser materialisieren. Und aus diesem materialisierten Wasser, wenn man das hexagonal strukturiert, was mit einer entsprechenden Frequenz, ja, so wie es aussieht mit der Schumann-Frequenz, perfekt funktioniert, wird das Wasser hexagonal und man kann damit Elektronen erzeugen. So, und dasselbe macht der Cosmic Tower. Ja, im Cosmic Tower haben wir also zwei Behältnisse mit Glas drin, mit Wasser gefüllt, die in der Lage sind, ein Torusfeld aufzubauen, ein Chakra sozusagen zu erzeugen. Ja, gibt aus meiner Sicht vielleicht nur eine Handvoll, zwei, drei, vier Handvoll Menschen auf der Welt, die so in der Lage sind, solche Dinge zu bauen. Ja, und über dieses Torusfeld kann man diese unerschöpfliche Energiequelle erschaffen, die sich sozusagen einkoppelt in das Torusfeld der Erde, in das Torusfeld der Galaxie und darüber hinaus, ja, weil alles miteinander verbunden ist. Und diese Einkopplung ist das Entscheidende. Und dadurch sind die Geräte auch in der Lage, technische Geräte, die halt diese Einkopplung nicht zu besitzen, zu übertrumpfen. Mhm. Diese negativen technischen Energien umzudrehen, positiv zu machen. Ja, es wird also unbedingt Wasser verwendet. Ohne das Wasser würde es nicht gehen. Unser Körper besteht auch deswegen genau aus Wasser, ja, zum Großteil, damit sozusagen auf diese Art und Weise Energie erzeugt werden kann. Und dasselbe Prinzip nutzt der Cosmic Tower. Das ist also nicht irgendeine komische Einrichtung mit irgendwelchen Drähten oder sonst was für Teilchen, ja, sondern einfach reine Natur, einfachster Aufbau, aber letztendlich vom Wissen, um sowas herzustellen, absolut Hightech, was nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Erde in der Lage sind, überhaupt herzustellen. Ja. Ja, du sprichst darüber, dass der Cosmic Tower Wasser verwendet. Was ist das für Wasser und kann es eventuell verkeimen? Ja, also wie gesagt, im Cosmic Tower sind zwei Behältnisse mit Wasser drin. Deswegen sollte man ihn nicht runterschmeißen oder im Winter einfrieren lassen. Ja, da so immer über Nullpunkt gelagert werden, am besten oberhalb von 4 Grad Celsius, damit da nichts passiert, ja, und auch nicht zu stark halt irgendwie mechanischen Stößen ausgesetzt werden. Das Wasser selber ist Heilwasser. Ja, ich war also immer darauf bedacht, dass wir ein Wasser bekommen mit dem vollständigsten Lichtspektrum. Wenn der Mensch gezeugt wird, die erste menschliche Körperzelle da ist, besitzt die ja noch keinerlei Organe, aber sie besitzt drei Keimblätter, Mesoderm, Endoderm, Ektoderm. Und aus diesen drei Keimblättern wachsen alle Organe. Und zu diesen drei Keimblättern gehört auch jeweils eine entsprechende Schwingung. Ja, ich war darauf bedacht, für diese drei Keimblätter genau diese drei Schwingungen zu bekommen. Ja, das haben wir geschafft, indem wir also Heilquellen miteinander kombinieren konnten und dadurch genau diese Schwingung im Wasser bekommen haben, die also diese drei Keimblätter benötigen. Und wenn diese Schwingung genau da ist, dann können wir auch für die entsprechenden anderen Körperorgane, die aus den drei Keimblättern entstehen, die entsprechende Energie liefern. Ja, und wenn ein solches Wasser, was dort verwendet wird, ein Heilwasser ist, dann wird ein solches Wasser auch niemals verkeimen. Ja, ich habe das in verschiedensten Vorträgen, die im Internet von mir überall zu finden sind, auch immer wieder beschrieben. Ein Heilwasser kann man von einer Heilquelle abfüllen
100.000 Jahre stehen lassen und hinterher es frisches Wasser trinken. Das wird nicht verkeimen, solange es nicht irgendeiner negativen Art von Energie ausgesetzt ist. Ja, das ist die einzige Bedingung. Ansonsten ist es ewig haltbar. Das Wasser im Supermarkt wird verkeimen. Warum? Weil es kein Heilwasser ist, ja, oder in der Regel kein Heilwasser ist, weil es über Brunnen gefördert wird aus der Tiefe. Unreif ist ein grünes Wasser. Ja, aber Heilwasser nennt man auch lebendiges Wasser, ja, weil es ein eigenes Torusfeld erzeugen kann, mit dem Universum gekoppelt ist und damit immer wieder Energie bekommt. Verkeimen wird nur das, was energetisch in den Keller geht, ja, also altes Gemüse und so weiter. Ja, dort bilden sich dann Pilze und so weiter, die sozusagen dafür sorgen, dass diese Tomate oder was da vielleicht verfault ist oder verpilzt ist, dass die wieder zersetzt wird und wieder der Ursprung reine Mineralien übrig bleiben am Ende. Ja, das ist dieser Vorgang. Das wird hier nicht passieren, ja, weil wir 100% Heilwasser verwenden. Ja, ich fahre dazu extra in die entsprechenden Heilquellen, um das zu besorgen. Und das wird also alles von Hand abgefüllt, ohne irgendwelche Pumpen oder irgendwelche Maschinen, die sonst vielleicht anderweitig wohl zum Einsatz kommen oder das verändern könnten. Ja, danke. Das ist nachvollziehbar. Vor welchen energetischen Einflüssen kann der Cosmic Tower uns schützen? Ja, im Prinzip vor allem alles, was krankmachende Energien sind, ja, davor kann der Cosmic Tower schützen. Ja, wir können diese Energiearten in drei verschiedene Bereiche einteilen. Zum einen die krankmachenden Energien aus dem Erdreich, ja, die geopathischen Probleme. Dann haben wir das ganze Thema technische Strahlung aller Art und wir haben die negativen energetischen Einflüsse aus höheren Dimensionen. Ja, wenn wir uns die drei Bereiche einzeln mal anschauen, muss man beim Erdreich aufzählen, die Wasseradern, Gitternetze, Gesteinsverwerfungen, ja, geopathische Störzonen aller Art, dann gibt es also bestimmte Pflanzenwachstumsleser, Dinge und so weiter. Also alles, was an krankmachenden Energien aus dem Erdreich kommt, kann mit dem Cosmic Tower geschützt werden. Der Cosmic Tower ist insofern eine sehr praktische Lösung, weil man braucht dann nicht mehr den Baubiologen oder irgendwelche aufwendigen Abschirmmaßnahmen oder Matten oder irgendwelche Korkteile da hinbringen oder das Bett verrutschen oder irgendwelche anderen Dinge. Ja, man stellt einfach einen Cosmic Tower hin, Problem erledigt. Ja, was die ganze geopathische Geschichte betrifft, Schlafbereich und so weiter, dass man also strahlungsfrei schlafen kann. So, das nächste Thema ist die ganze technische Strahlung. Das geht schon los beim WLAN, beim Elektrosmog, ja, bei einem normalen Stromkabeln oder diesen einfachen Dingen halt. Aber es geht natürlich dann weiter mit den Mikrowellen, ja, die wir also über die Handymasten bekommen, die schon eine sehr viel stärkere krankmachende Wirkung besitzen. Aber es geht halt noch weiter dann über die Skalarwellen, über die Radioaktivität, über 5G, über Smart Meter, über ja, Einflüsse technischer Art, die in Richtung Mind Control und sowas alles gehen, ja, wo man also den Menschen beeinflussen kann, Dinge verändern kann und so weiter. Der Cosmic Tower ist also wirklich in der Lage, das, was dem Menschen physisch schadet oder energetisch schadet, zu eliminieren, ja, das zu verhindern, das sozusagen auch umzudrehen. So, und der dritte Bereich neben der technischen Strahlung und den Energien aus dem Erdreich, geopathischen Belastungen, sind also die Einflüsse von höheren Dimensionen. Ja, wir haben es also sehr, sehr viel zu tun mit negativen Wesenheiten, mit feinstofflichen Wesen oder mit Seelen, die vielleicht verstorben sind, noch nicht ins Licht gekommen sind, da noch irgendwo Unterstützung erbitten. Wir haben es mit schwarzmagischen Wesenheiten zu tun, satanischen, dämonischen Wesen, die also gerade diese höheren Dimensionen der unteren astralen Ebene mit bewohnen, ja, und die natürlich versuchen, bei den Menschen Energie zu saugen. So, und diese Wesenheiten halten es in dem Energiefeld nicht aus, weil das Energiefeld eine sehr, sehr hohe Schwingung hat. Ja, und diese Wesenheiten eine niedrig schwingende Energie benötigen. Ja, und deswegen halt bei Menschen kommen, die vielleicht Drogen genommen haben oder irgendwelche anderen Dinge. Das ist das eine. Zum anderen schützt Geräte, Cosmic Tower, auch vor schwarzmagischen Angriffen, Verwünschungen und solche negative Energien, alle Einflüsse von außen. Ja, und gleichzeitig auch direkt vor Wesenheiten. Ja, es gibt also unzählige Wesen nicht menschlicher Natur, die also auch in vielen Fällen halt negative Einstellungen haben, die Menschheit mit versklavt haben. Wir kennen das, die Repto, die
Drachen, Schlangenwesen, Spinnenwesen und so weiter. Und speziell die Reptowesen zum Beispiel, die würden ein solches Energiefeld niemals aushalten. Wir haben da also auch in der Richtung einige Dinge erlebt. In der Schweiz eine gute Bekannte von mir, die hat also auch so einen Cosmic Tower sich gekauft. Und sie hatte eine ihrer Mitarbeiterinnen, was ich im Büro, als sie den Cosmic Tower halt aufgestellt hatte, da war nach einer halben Stunde die Mitarbeiterin fluchtartig verschwunden. Was war passiert? Sie hat also offensichtlich irgendwelche energetischen Anteile in ihrem Körper, ja, die halt nicht menschlich waren. Mhm. Ja, und darauf hat sie fluchtartig das Feld verlassen. Mhm. Ja, man kann sich also dort sehr schön die Wohnung reinigen, man braucht da nichts mehr ausräuchern und solche Dinge, sondern man stellt den Cosmic Tower auf und fertig. Mehr ist es nicht. Also das ist ja, so, also ist ja wirklich ein breites Gebiet der Möglichkeiten für den Einsatz von dem Cosmic Tower alleine, wenn ich daran denke, die Belastung mit Schlafplätzen, was da auch immer wieder gemacht wird, weil sich das auch verändern kann und so. Also das ist ja wirklich eine enorme Erleichterung für die Menschen, auch wenn viele sind ja auch sehr sensibel, gerade auf diesen Elektrosmog. Ja, das heißt, da kann man alles weglassen, alle Abschirmgeräte, alle Folien, alles kann alles wegbleiben. Genau, dort wird ja ein immer größerer technischer Aufwand betrieben. Mhm. Ja, viele Menschen sind elektrosensibel, weil das Energiefeld der Menschen immer weiter zerstört wird. Ja, diese Strahlungsdichte, die wir europaweit oder weltweit inzwischen erreicht haben, die ist ja eine Katastrophe. Mhm. Ja, man muss sich überlegen, ein abgestelltes Auto mit einer Autobatterie in 50 Meter Entfernung hat immer noch ein stärkeres Energiefeld als das, womit der Körper mit seinen Zellen und Organen untereinander kommuniziert. Ja, diese Einflüsse, die da also wirken, nur in ein abgestelltes Auto. Mhm. Wenn man also sein Auto in der Tiefgarage unterm Schlafzimmer hat oder noch eine Solaranlage, die also Strom auf dem Dach erzeugt, kann man sich vorstellen, was das also für gigantische, verheerende, negative, krankmachende Strahlung sind. Mhm. Ja, wir können also hier vor all diesen Dingen schützen, ohne dass man irgendwelche Baldachime braucht oder die Tapeten mit irgendeiner Silberfolie oder irgendwelchen anderen Dingen, wo da ja gigantische Aufwendung getrieben werden müssen. Manche Leute bauen extra ihre ganze Elektrik mit sonst was für abgeschirmten Kabeln oder bestimmte Baumaterialien, die da sonst wie noch 20, 30, 40 Prozent vielleicht mehr kosten, um einen gewissen energetischen Schutz zu erreichen. Mhm. Ja, das ist ja alles nicht nötig, das ist eine ganz einfache Geschichte. Und wie gesagt, ermöglicht wird es dadurch, dass wir in der Lage sind, diese Torusfelder aufzubauen, die also auch die schlimmsten Energien in Schach halten können und sogar umwandeln können, ins Positive umdrehen. So weit geht das. Also das ist sehr entlastend. Also vor allen Dingen, weil ja viele Störfelder auch nicht bewusst sind. Ja, also viele Menschen werden das mit der Abstrahlung vom Auto gar nicht so im Bewusstsein haben. Ja? Und dann hilft der Cosmic Tower im Prinzip rundherum sich absolut. Ja, der Cosmic Tower ist auch ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ja in dieser Endphase der Auseinandersetzung des kosmischen Krieges sozusagen stehen, wo also ganz viele negative Wesenheiten auch versuchen, wenn die höheren Ebenen bereinigt werden, die höheren astralen Ebenen, dann Kontakt zu Menschen aufzunehmen oder sich dann irgendeinem menschlichen Körper noch zu flüchten, damit sie überleben können. Sie brauchen eine Energiequelle. Mhm. Ja, und mehr werden diese Energiequellen für diese negativen dämonischen Wesen entzogen. Ja, wir sehen das, was mit den Kirchen gemacht wurde. Die Kirchen waren Energielieferanten, große Versammlungen. Wir sehen das auf dem Petersplatz, der Obelisk dort und so weiter, wo Millionen Leute Platz hatten und wo quasi Energie abgesaugt wurde oder Fußballstadien und so weiter. Mhm. Und wenn diese ganzen Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind für dämonische Wesen höherer Dimensionen, dann holen sie sich die Energie bei den Menschen und kommen dann direkt zu uns. Und dann haben wir also seltsamste Einflüsse und Erlebnisse mitunter. Ja, und dafür können diese Geräte massiv halt schützen. Mhm. Ja, und je länger man sich auch im Energiefeld des Cosmic Towers aufhält, umso stärker wird eine immer dickere Elektronenschicht, eine immer dickere Aura um den Körper aufgebaut. Man kann also damit eine immer höhere Schwingung erreichen und kann sich damit auch immer besser schützen. Je dichter das Schild an Elektronen ist, umso länger kann man dann außerhalb der Wohnung sich aufhalten, ohne Schaden zu nehmen. Weil diese Schicht der Elektronen vom Handymast außerhalb der Wohnung dann wieder sozusagen abgearbeitet wird oder angeknappert wird. Ja, die wird dann immer dünner, immer dünner. Ja, wenn sie aber schön dick ist, dann kommt der Handymast mit seiner Strahlung niemals in den Körper rein, sondern er bleibt immer außen vor. Er kann dann niemals innen im Körper irgendwas zerstören.
Das ist also das Ziel, ja, mit dem Cosmic Tower auch den Menschen eine sehr starke, stabile Aura zu geben, ein starkes Elektronenfeld um den Körper, um damit ihm so eine Art Schutzglocke zu verpassen, ja, wenn er also die Wohnung verlässt, dass er die halt mitnimmt. Ja, und gleichzeitig bereitet ja der Cosmic Tower, gibt ja auch diese Unterstützung für unsere Chakren im Körper. Ja, unsere Chakren im Körper, die werden von den Mineralien sozusagen gespeist. Wir brauchen dort immer das vollständige Lichtspektrum. Das fehlt uns meist, weil uns meist viele, viele Mineralien fehlen. Ja, aber hier bekommen wir ein Energiefeld, wo diese Frequenzen, die uns sonst die Mineralien bereitstellen, alle da sind. Damit können die Chakren wieder ordentlich arbeiten, wieder hochgefahren werden. Und man kann damit sozusagen seinen eigenen Körper als Torusfeld, stabilstes, intaktestes Torusfeld mitnehmen und damit Schutz haben. Man braucht also dann auch außerhalb der Wohnung nicht mal einen zusätzlichen kleinen Cosmic Tower zum Mitnehmen. Mhm. Ja, bei vielen Leuten ist halt das Energiefeld des Körpers selber katastrophal im Keller, ja, sodass der Handymast sofort im Körper alles Mögliche zerstören könnte, ja, oder der 5G-Mast. Aber sie schützen sich halt dann mit irgendwelchen Hilfsmitteln, Maßnahmen, die sie einstecken oder umhängen und so weiter. Ja, und das können wir eigentlich hier sozusagen auch erübrigen, indem der Cosmic Tower zu Hause steht, die Dinge aufbaut, ein stabiles Schutzfeld. Mhm. Ja, aber wer auf Nummer sicher gehen will oder noch sicherer sein will, kann sich natürlich zusätzliche Dinge erwerben. Ja, da habe ich auch verschiedene hochinteressante Sachen. Da habe ich ja auch sehr viel von den Russen und so weiter, die da federführend in diesem Bereich sind. Mhm. Ja, aber der Cosmic Tower selber leistet auch schon absolut hervorragende Dienste, gerade auch für die Leute, die halt ab und zu außer Haus sein müssen oder immer wieder halt längere Zeit mal vielleicht weg sein. Also kann das dann auch bedeuten, also ich kenne ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld oder in den Gesprächen, die ich habe, dass viele unter Schlafproblemen leiden. Ja? Richtig, genau. Also und das ist ja auch, führt ja auch zu einer Erschöpfung, ja, ohne erholsamen Schlaf. Wenn ich dich richtig verstehe, unterstützt der Cosmic Tower das auch, dass ich einfach besser schlafen kann, erholsamer schlafen kann? 100%. Das hat noch einen anderen Hintergrund. Im Schlaf holen wir nicht aktiv Luft, ja, sondern das macht alles der Geist. Ja, Körper, Geist und Seele. Der Geist ist dafür verantwortlich, dass wir halt ja, einen ordentlichen Blutkreislauf haben, dass da alle Operationen sozusagen vom Körper gemeistert werden. Ja, dass das alles Hand in Hand geht, die Biochemiefabrik menschlicher Körper super arbeitet. Ja, und der Geist, der passt aber auch auf, dass im Schlaf, wenn wir also nicht bewusst wach sind, dass da dem Körper nichts passiert. So, und wenn jetzt viele negative Wesenheiten sich da irgendwo rumtreiben, ja, oder anderweitige, sagen wir mal, negative Energien da sind, dann sorgt unser Geist immer dafür, dass wir so halb im Alarmstimmungsmodus bleiben. So nach dem Motto, wenn sich da irgendwas nähert oder irgendwas gefährlich werden könnte, dass wir da ganz schnell wieder munter sind und hochschrecken oder ja, so, das ist so ein gewisser Schutzmechanismus. Wenn aber so ein Cosmic Tower dasteht, der also alle diese Dinge mit Sicherheit fernhält, dann kann unser Geist Entwarnung geben und dann kann unser Körper und unsere Seele in die tiefsten Tiefschlafbereiche kommen. Und damit haben wir eine völlig andere Regeneration, einen viel intensiveren Schlaf. Ja, und generell, weil ja auch die ganzen negativen Energien weg sind, wird der Körper also im Schlaf auch nicht da weiter ruiniert, sondern wunderbar energetisch aufgebaut. Ja, also das fühlt sich für mich alles sehr gut an. Ja. Also ich nutze das Gerät ja, wie gesagt, jetzt seit einigen Wochen und ich kann das nur bekräftigen, dass das so ist. Das ist ein ganz anderes Schlafgefühl. Ja, also ich habe genau, hab manchmal, wenn Kunden so ein Gerät von uns haben, nach ein, zwei Tagen, also die atemberaubendsten Feedbacks, wo die Leute sagen, Tinnitus weg, durchgeschlafen und völlig putzmunter, morgen aufgewacht und so weiter. Die dann manchmal schon Monate oder Jahre nicht mehr erlebt haben. Also da kann sich eine ganze Menge sofort ändern. Ja. So, warum ist es so schwierig, einen vollständigen Schutz vor krankmachenden Energien aller Art zu erzeugen? Ja, die Betonung liegt auf vollständig. Es gibt unzählige energetische Geräte am Markt. Und zwar viele, oder sagen wir so, es gibt ja verschiedene Energien. Ja, eine Mikrowelle, ja, das ist halt wie elektrischer Strom mit der Sinusfunktion, nur halt eine viel höhere Taktung. Ja, und unsere Körperorgane arbeiten halt auch in niedrig schwingenden Bereichen zwischen 0 und 100 Hertz oder sowas in diesen Bereichen vielleicht. Ja, aber die kommunizieren
mit Gigahertz-Bereichen. Ja, die Zellen untereinander sind also zwei verschiedene Ebenen. So, wir müssen sozusagen den Schutz in allen Ebenen sicherstellen. Ja, vor Mikrowellen gibt es verschiedene Schutzmöglichkeiten mit allen möglichen Aufklebern oder verschiedensten Maßnahmen mit Gegenschwingung, die man erzeugen kann, speichern kann auf Alufolien und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge. So, aber wir reden hier von den gefährlichsten, von den tödlichsten Strahlungen. Ja, das sind nun mal die Skalarwellen, die Materie auflösen, dematerialisieren können. Eine Skalarwelle wird über ein Torusfeld erzeugt und ist im Augenblick der Erzeugung am Ende der Galaxie des Universums angekommen. Ja, das sind Skalarwellen. So, die arbeiten mit Überlichtgeschwindigkeit. Dort gibt es also keinen Unterschied oder keinen Zeitfaktor mehr bei Skalarwellen. Das sind stehende Wellen. Ja, wenn wir keine Skalarwellen hätten, unser Körper nicht aus Skalarwellen bestehen würde, wir keine Chakren hätten, dann würden wir uns, wenn wir am Handymast vorbeilaufen, vielleicht dematerialisieren. Ja, dann würde sich unser ganzer Körper auflösen und das wäre es. Ja, unser Körper ist deswegen stabil, weil alle Organe mit Skalarwellen arbeiten. Ja, warum sind Zellen, rote Blutkörperchen rund? Weil es Torusfelder sind. Warum sind Orbs, die man fotografiert, rund? Es sind Torusfelder. Ja, warum ist die Erde rund? Es ist ein Torusfeld, was dahinter steckt und so weiter. Ja, und so ist es mit dem menschlichen Körper. So, wir brauchen also diese entscheidende Schutzmaßnahme. Ja, Radioaktivität ist halt auch ein krankmachendes Feld mit einem negativen Elektronenspin. Und wir brauchen ein Feld, was einen rechtsdrehenden Spin erzeugt. Und dafür brauchen wir eine Energiequelle. Und viele dieser Geräte, die man kaufen kann, das sind ja irgendwelche Aufkleber und so weiter, die arbeiten halt wenig mit einer eigenen Energiequelle, sondern sie arbeiten vordergründig mit Information. Ja, das ist immer der entscheidende Punkt. Man kann mit Information sehr gut arbeiten, ja, aber man braucht dann sozusagen ein Wesen, was hinter dieser Information steht, hinter diesem Symbol steht, was dann das, was mit dem Symbol bewirkt werden soll, auch von der höheren Dimension aus sicherstellt, zur Verfügung stellt. Das ist aber problematisch bei den Skalarwellen, weil die Wesenheiten aus höherer Dimension halt nicht so ohne weiteres ein irdisches Feld zur Verfügung stellen können, was in der dritten Dimension wirkt und bis durch alle Obertonoktaven in die höchsten Dimensionen reicht. Ja, und dafür ist der Cosmic Tower genau da. Er liefert ein solches Feld hier auf irdischer Ebene beginnen, in der dritten Dimension durch alle Obertonoktavenbereiche hindurch. Ja, und das ist das Besondere. Da kann man also nicht so ohne weiteres den Schutz von irgendwo bekommen. Sicher geht da einiges, indem halt auch solche Wesenheiten vielleicht sich der Natur bedienen, aber die Natur hat auch nur beschränkte Kapazitäten. Ja, der entscheidende Punkt ist, man muss in der Lage sein oder man sollte in der Lage sein, ein eigenes Torusfeld stabil aufzubauen. Ja, ein sich selbst regenerierendes, unerschöpfliches Energiefeld, was in die Energiefelder in der Natur komplett eingebunden ist, ins Energiefeld der Erde zum Beispiel, und damit auch in der Lage ist, die Natur, die immer mehr unter Energiemangel leidet, weil sie auch bestrahlt wird ohne Ende, ja, dass man also die Natur mit so einem Cosmic Tower durchaus mit heilen kann. So weit geht das. Sie sind eigene Energiequellen. Ja, und da habe ich nur ganz, ganz wenige Sachen kennengelernt, die ein solches Energiefeld aufbauen. Ja, von den Russen weiß ich, dass die sowas machen. Ja, oder mit meinem Sohn haben wir solche Dinge gemacht. Aber das, was wir jetzt hier bauen, ja, das ist so Meilen besser als das, was ich jemals bisher kennengelernt habe. Ja, deswegen bin ich auch so dahinter, versuche den Menschen zu helfen und diese Arbeit voranzutreiben, ja, dass wir da wirklich eine ganz, ganz große Hilfe geben können. Wir sehen das, dass auch jetzt Corona und so weiter vielfach mit 5G zusammenhängt, ja, dass damit also diese ganzen gesundheitlichen Probleme erzeugt werden. Und wenn man die Menschen damit schützen kann, ist das natürlich Gold wert und halt nicht nur in der eigenen Wohnung, ja, sondern wir haben ja auch große Geräte, die halt riesigste Energiefelder aufbauen können für ganze Regionen. Ja, verdrängt der Cosmic Tower krankmachende Energien oder wandelt er sie um? Ja, oftmals sind bestimmte energetische Geräte so konzipiert, dass sie halt andere Schwingungen nach außen verschieben, verdrängen. Da hat dann der Nachbar die Probleme. Hier ist es genau umgekehrt. Ja, der Cosmic Tower saugt sozusagen die ganze negative Energie auf, ja, die er irgendwo bekommen kann, und wandelt sie komplett um. Ja, das Ganze wird in ein rechtsdrehendes, positives, gesundes Torusfeld umgewandelt. Das ist der große Unterschied zu dem, was man sonst vielleicht an Geräten kennt. Was ermöglicht der Cosmic Tower in Bezug auf das Wohlbefinden und die Steigerung der Lebensenergie?
Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, Wohlbefinden, Schlafen, das ist schon mal super und das verbessert sich. Genau. Ja, also die ganzen Belastungen, die durch technische Strahlung entstehen können, die fallen ja alle weg. Ja, dass wir also nicht dauernd durch technische Strahlung unsere Elektronen im Körper zerstört bekommen. Ja, die Elektronen werden zerstört, indem die hexagonalen Wasserstrukturen durch technische Strahlung aufgelöst werden. Ja, das ist das Problem mit Mikrowelle im Eilzugtempo. Deswegen ist Mikrowellenkost tödliche Kost. Mhm. Ja, da ist nichts mehr an hexagonalen Strukturen da. Da haben wir keinerlei Elektronen und wir kriegen keine Lebensenergie. Ganz im Gegenteil. Ja, das ist also das, was der Cosmic Tower verhindern kann. Diese Zerstörung der guten Wasserstrukturen mittels Strahlung. Mittels Strahlung aller Art. Ja, das wird alles verhindert. So, damit haben wir schon mal ganz, ganz andere Rahmenbedingungen in der Wohnung. Und zum Zweiten liefert ja der Cosmic Tower ein gesündestes Lebensenergiefeld durch dieses Heilwasser, ja, was ja in das Energiefeld als Information mit abgegeben wird. Ja, und damit haben wir quasi in der gesamten Umgebung, wo der Cosmic Tower halt arbeitet, in der Wohnung oder im Haus oder darüber hinaus sogar, haben wir überall ein gesundes Wasser in jedem Wasserhahn. Wir haben gesündeste Lebensmittel, weil die ganzen krankmachenden Informationen auch in den Lebensmitteln gelöscht werden. Ja, die Lebensmittel werden pluspolar gemacht, ja, das wird umgedreht, das negative Energiefeld wird positiv gemacht, indem halt diese ganzen Dinge auch gelöscht werden dann. So, und das sorgt dafür, dass die Lebensmittel, wenn das Wasser auch da hexagonal strukturiert wird, ja, wie am Wasserhahn Wasser, dass wir dort immer mehr Elektronen haben. Und je mehr Elektronen wir haben, umso mehr haben wir Lebensenergie. Ja, Lebensenergie und Elektronen setze ich mehr oder weniger gleich. Ja, wenn wir genügend Elektronen haben, kann der Körper mehr oder weniger alles bewerkstelligen. Wir sterben ja nur, wenn der Strom weg ist. EKG und EEG 0, ja, dann ist der Körper tot. Ja, die Seele, die kann vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen länger im Körper bleiben, aber der physische Tod, der Tod des Körpers wird festgestellt, wenn der Strom weg ist. EKG, EEG 0, Gehirnstrom 0, ja, Herzstrom 0. Ja, es gibt noch andere Ströme, die auch gemessen werden von der Haut und so weiter. Ja, aber das sind die maßgeblichen Kriterien, immer der Strom. Und der Cosmic Tower liefert Strom, ja, indem er Wasser hexagonal strukturiert, am Wasserhahn, in Lebensmitteln, auch in unserem Körper. Die extrazelluläre Matrix ist eine Flüssigkeit, ein Wasser, was also auch in vielen Fällen eine sehr, sehr negative Struktur hat. Ja, wir kennen die Grafik von Peter Hinschura im Buch Gesundheit durch Entschlackung, Alterungsprozess des Mannes und der Frau. Dort sehen wir, dass das saubere Wasser im Körper im Laufe des Alters immer mehr zu einem Schmutzwasser wird, ja, zu einem dreckigen Tümpel sozusagen. Mhm. Ja, immer mehr negative Informationen drin gespeichert hat, weil wir halt mit Pestiziden, Herbiziden und allen möglichen anderen Giftstoffen das ganze Leben irgendwo in Berührung gekommen sind. Das wird alles als Information im Wasser gespeichert. Und der Cosmic Tower ist in der Lage, also diese Information zu löschen. Ja, und damit auch unserem Körperwasser wieder hexagonale Strukturen zu geben, ja, besonders seit der extrazellulären Matrix, ja, weil intrazellulär problematischer, weil dort ja noch ein eigenes Torusfeld die Information in der Zelle schützt. Ja, sonst hätten ja plötzlich alle Zellen die gleiche Schwingung. Das dürfte nicht passieren, passiert auch nicht. Ja, aber die extrazelluläre Matrix kann halt unterstützt werden. Ja, und damit bekommt der Mensch halt auch dort hexagonal strukturierte Wasserstrukturen wieder und mehr Lebensenergie. Und ich sehe das halt, wenn ich mit einer Biophotonkamera Messung mache, dass halt durch ein solches Energiefeld die Lebensenergie oder auch die Dichte der Aura massiv repariert werden kann, die Lebensenergie gesteigert werden kann, Blockaden halt durchaus dann weggehen, weil immer mehr Energie da ist. Ja, wenn halt genügend Elektronen da sind, kann der Körper daraus auch über biologische Transmutation wieder die Mineralien, die er alle braucht, materialisieren. Ja, selbst das geht und der ganze Körper kann gesund werden. Ja, das ist also der entscheidende Punkt. Die Cosmic Tower sind da also unschlagbar, ja, weil sie halt dieses vollständige Spektrum haben und alles an negativen Informationen halt fernhalten und auch die ganzen mentalen Einflüsse aus den höheren Dimensionen und so weiter. Also es steigert die Lebensenergie und das Wohlbefinden. Und umso länger man sich in dem Feld eines Cosmic Towers bewegt, umso besser und so stabiler wird das. Man steigert auch die Selbstheilungskräfte des Körpers, ja, weil die hängen alle vom Immunsystem ab. Und das Immunsystem ist nichts weiter als genauso der Gehalt an Elektronen. Wir wissen, dass das stärkste Antioxidant, was also der menschliche Körper produziert, ist das Glutathion.
Und Glutathion hat die meisten oder so viele Elektronen in der Redoxkaskade sehr, sehr weit unten und kann damit verbrauchte Vitamine recyceln. Antioxidantien, sie liefern Elektronen, können damit die freien Radikale neutralisieren. Und wenn der Cosmic Tower uns Elektronen liefert, ja, weil er auch die Luft zum Beispiel, die Wassermoleküle in der Luft hexagonal strukturiert, kriegen wir Minusionen zum Einatmen, wir kriegen über das Leitungswasser, hexagonales Wasser, können da die Elektronen trinken, sozusagen mit den Lebensmitteln genau dasselbe. Wir bekommen in jeder Hinsicht Elektronen geliefert, können damit die Lebensenergie steigern und wenn die gesteigert wird, kann der Körper alles selber heilen. Ja, der Körper kann sich heilen, wenn er genügend Energie hat. Und das bekommt er hier. Könnte man den Cosmic Tower auch als Geistheiler betrachten? Du hast es ja vorhin schon mal anklingen lassen. Genau, so etwa muss man das sehen, weil man sich permanent in einem Feld aufhält mit idealsten energetischen Rahmenbedingungen. Kein Geistheiler hat ein so vollständiges Lichtspektrum bis in die höchsten Obertonoktaven hindurch, mit diesem perfektesten Schutz vor jeder Art negativer Energie, wie dieser Cosmic Tower. Da gibt es nichts, was ein Geistheiler bewerkstelligen könnte und schon gar nicht 24 Stunden, 365 Tage, Jahrzehnt für Jahrzehnt ausgeschlossen. Mhm. Auch ein Geistheiler wird älter und älter und er lebt auch keine 5000 Jahre. Mhm. Er stirbt irgendwann. Mhm. Ja, warum? Weil sein Körper genauso verschlackt wird, vergiftet wird durch die herkömmliche Nahrung, durch die ganzen Energiefelder, die halt krankmachend sind und so weiter. Beim Cosmic Tower passiert das nicht. Mhm. Er schützt sich selber durch dieses starke energetische Feld, was er selber hat. Er bleibt immer in diesem höchsten Modus, in dem er sich befindet, ja, und kann damit immer perfekt diese heilerische Arbeit unterstützen. Wie wirkt sich der Cosmic Tower auf Wasser, Raum, Luft, Lebensmittel und homöopathische Essenzen aus? Du hast es ja jetzt schon angesprochen. Also, genau, homöopathische Essenzen, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Der Cosmic Tower ist intelligent. Ja, das heißt also, er ist kein rein technisches Gerät, was quasi alle Flüssigkeiten oder alle Essenzen oder Proben oder Muster, was auch immer da irgendwo da ist, einfach löscht, platt macht und mit der gleichen Schwingung versieht. Genau das passiert nicht. Ja? Wenn das so wäre, dann müsste ja jeder Baum, der also auch eine bestimmte Obertonoktave hat durch seine eigene genetische Struktur, dann müsste ja jeder Baum auch den Menschen sozusagen, wenn man vorbeiläuft als Mensch, alle Körpersubstanzen in die gleiche Schwingung versetzen, wie das Energiefeld des Baumes diese Schwingung hat. Ja, dann würden alle Organe gleich gemacht, dann gäbe es keine Differenzierung mehr, keine unterschiedlichen Organe. Jedes Organ hätte dann die gleiche Frequenz. Das ist nicht der Fall, ja, weil auch der Baum beseelt ist, weil der Baum halt genauso schaut, was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden. Und von der Natur ist das auch so eingerichtet, dass der physische Körper sich also schützen kann. Und bei den homöopathischen Mitteln ist es halt so, dass die durch diese Intelligenz des Cosmic Towers alles, was an Proben, Mustern, Nosoden und so weiter verwendet wird, niemals angerührt wird. Es sei denn, man bittet ausdrücklich darum. Ja, wir hatten so einen Fall, wo ein Heilwasser genommen wurde, dort hatten wir getestet. Ja, dieses Heilwasser hatte leichte Verschmutzung innen drin, war aber sonst perfekt. Ja, und damals war halt diese Situation, okay, diese Verschmutzung, die könnte man löschen. So, und das konnte energetisch, mental gemacht werden. Ja, und daraufhin war das Wasser nochmal 4% besser. Ja, also solche Dinge sind möglich. Aber das muss man gezielt dann beauftragen, ja, oder auch um Genehmigung bitten, dass es gemacht werden darf und so weiter. Man muss also dort die entsprechenden geistig-spirituellen Gesetze einhalten. Und ähnlich ist es ja auch, wenn der Mensch eine Unterstützung bekommt vom Cosmic Tower. Dort wird also nicht jeder Mensch da irgendwo zwangsbehandelt und zwangstherapiert und überall drüber gebügelt wird über irgendwelche Dinge. Mhm. Überhaupt nicht, sondern es wird immer Kontakt zum jeweiligen höheren Selbst des entsprechenden Menschen aufgenommen. Dort um Erlaubnis gefragt, möchte dieser Mensch diese energetische Unterstützung? Wenn ja, bekommt er die. Wenn nein, dann bekommt er nicht diesen Energiestrahl, der also auch vom Cosmic Tower dann bereitgestellt werden kann, um diesem Menschen halt dann zu helfen. Ja, der freie Wille ist immer oberstes Gebot und er wird auch hier nicht verletzt. Ja, dasselbe betrifft halt auch solche Dinge wie homöopathische Mittel und solche Essenzen und so weiter zu. Was mich noch interessiert, bezüglich Räumen, es sind ja, wenn man Teppiche hat oder Tapeten oder Möbel, wo vielleicht auch noch Stoffe drin sind,
die ungünstig sind, Gifte drin sind. Was passiert da? Bei den Möbeln ist es so, wenn wir dort irgendwelche Folien haben oder mit Formaldehyd gearbeitet wurde und so weiter, ja, die Teppiche, irgendwelche Ausgasungen und so weiter, Weichmacher und so weiter, das geht alles in die Luft. Mhm. Ja, wir lecken ja nicht an der Folie, an den Möbeln entlang und wir fahren dann nie mit der Zunge über den Teppich oder irgendwo, sondern das geht alles über die Luft. Ja, die Partikel gelangen in die Luft, weil es ausgedünstet wird von diesen ganzen Mobiliar und von den Gegenständen in der Wohnung. So, und in der Luft haben wir das Problem, dass diese Teilchen, die sich da absetzen, alles an Staubpartikeln, Pilzen, Viren, Bakterien, ja, und solche Teilchen halt aus Möbeln und so weiter, Schadstoffe, die sind alle elektrisch positiv geladen. Mhm. Und durch die positive Ladung und dadurch, dass sie ganz, ganz klein sind, ultra fein, kaum zu sehen, schweben sie alle in der Luft, weil die Abstoßungskräfte größer sind, wo sie sich untereinander mit gleicher Ladung abstoßen, als die Schwerkraft sie nach unten auf den Boden wieder ziehen würde. Ja, das ist das Problem mit Feinstaub in den Großstädten, mhm. ja, weil die Handymasten Aluminiumionen zerstören, kann sozusagen dieser Feinstaub, der positiv geladen ist, nicht mehr durch Elektronen in Form von Minusionen neutralisiert werden. Und dann atmen wir diesen ganzen Dreck ein und werden krank. Ja, das ist das Problem beim Feinstaub. Dasselbe haben wir in der Wohnung, weil wir in der Wohnung sehr wenig Minusionen haben. Wenn wir den Cosmic Tower aufstellen, wird ein Feld von Minusionen generiert. Ja, weil der Cosmic Tower halt diese hexagonalen Wasserstrukturen erzeugt und damit werden also auch in der Luft die Wassermoleküle hexagonal strukturiert und geben damit ganz viele Elektronen frei. Und diese Elektronen sorgen dafür, dass die Staubpartikel, Pilze, Viren, Bakterien oder solche ausgedünsteten Feinstoffe, dass die elektrisch neutral werden und zu Boden sinken. Die kann man wegwischen, aber man atmet sie nicht mehr ein. Ja, oder viel weniger als sonst. Damit wird also die ganze Raumluft viel, viel reiner. Wir haben also eine Riesenerleichterung dadurch auch bei Hausstauballergie zum Beispiel. Ja, die Leute haben also viel weniger Belastung. Ja, warum schickt man Allergiker ans Meer? Weil es dort null Hausstaub gibt. Ganz einfach deswegen, weil am Meer 3000 Minusionen pro Kubikzentimeter da sind. In der Wohnung haben wir halt 50 bis 100 Stück, im Wald 900. Ja, das heißt, in der Wohnung kriegen wir diesen Feinstaub gar nicht weg, in der Großstadt genauso. Ja, deswegen haben wir das Problem in diesen großen Ballungsgebieten. Ja, aber der Cosmic Tower generiert Minusionen, kann dadurch die Luft mehr reinigen und genau dieses Problem erleichtern. Auch in gesundheitlicher Hinsicht halt Unterstützung geben. Also um das große Ganze zu verstehen, wenn ich habe jetzt so einen Cosmic Tower zu Hause und auch die Raumluft und das verbessert sich alles. Das heißt, ich habe zum Beispiel Haustiere, wir haben einen Hund und Grünpflanzen und so weiter. Das partizipiert alles davon. 100%. Mhm. Wir haben sogar solche Fälle gehabt, ja, mit meinem Sohn schon mit den Geräten, wo manche Grünpflanzen, die immer mit der Blüte Richtung Fensterscheibe geschaut haben, dann ihren Kopf gedreht haben. Ja, in die andere Richtung, wo so ein Gerät stand. Ja, also so weit geht das. Ja. Wenn da also mehr Lichtfrequenzen zur Verfügung gestellt werden von einem Gerät, als von draußen zum Fenster reinkommen, dann dreht sich die Pflanze um. Ja, die Pflanze holt sich dort die Energie, wo sie am besten die Energie bekommen kann. Wenn anderswo Frequenzen fehlen, dann ändert sich halt was und die Pflanze dreht den Kopf. Ja, ähnlich wird es halt hier beim Cosmic Tower sein. Wir haben also da eine riesen Unterstützung, weil auch das Wasser, was die Pflanze dann bekommt, mehr oder weniger ein Heilwasser ist, ganz weich und dünnflüssig, eine hohe Reinigungswirkung, zum Beispiel beim Wäschewaschen, ja, braucht man viel weniger Waschpulver, ja, weil die Härte, der Härtegrad des Wassers sinkt einfach, ja, durch das Energiefeld des Cosmic Towers. Ja, die Wäsche wird viel schöner oder leichter sauber, ja, weil das Wasser einfach dünnflüssiger ist und die Pflanzen profitieren halt genauso von der Lebensenergie, die der Cosmic Tower halt bereitstellt. Ja, also das ist ja wirklich was ganz Besonderes, dieses Gerät. Das muss man erstmal begreifen und verstehen, welche Dinge da alle abgedeckt werden können. Ja, also das ist ja wirklich ein Segen. Die Tragweite ist für die meisten Menschen ja, kaum einschätzbar und dann kommen bei vielen verschiedene Zweifel auf und so weiter. Ja. Aber ich sage immer, die Natur ist einfach, banal einfach, primitiv einfach. Und wenn man es schafft, das genau so hinzubekommen, dann hat man automatisch auch diese Wirkung. Ja, und da ich ja nur seit 14 Jahren diese Erfahrung habe, alles Mögliche kennengelernt habe, ich weiß, welche Dinge was taugen, nichts taugen, warum sie funktionieren oder nicht funktionieren, ja, dann hat man dieses entsprechende Hintergrundwissen. Mhm. Und das konnte ich halt jetzt hier mit einsetzen, um diese neuartigen Geräte jetzt zu bauen. Ja, und deswegen machen wir ja auch das Gespräch, dass die Menschen das verstehen, was das bewirkt, ja, welchen Segen
wir genau. damit haben. Ja. Ja, wichtig ist ja vielleicht, dass die Menschen auch verstehen, dass es hier eigentlich um einen spirituellen Auftrag geht. Denn wir stehen, wie gesagt, in dieser entscheidendsten Phase, wo es darum geht, seitens der Lichtkräfte diesen Krieg gegen diese negativen Wesenheiten und so weiter, die halt die Menschheit viele hunderte, tausende Jahre versklavt haben, diesen Krieg zu gewinnen. Und da sind solche energetischen Geräte ganz, ganz wichtig. Wir sehen, wie die dunklen Kräfte arbeiten mit Harp-Anlagen und so weiter, mit 5G, wie Menschen gezielt mit 5G umgebracht werden. Ja, wir sehen die Mikrowellenstrahlen, das sind alles tödlichste Geschichten. 5G ist Directed Energy Weapon Kategorie. Ja, damit kann man also Menschen umbringen. Wir sehen das beim Smart Meter. Wir sind schwarzmagisch beseelt. Die Smart Meter können also auch individuell dreidimensionale Wohnungen scannen, auch da im Menschen massivsten Schaden zufügen und so weiter. Wie will man sich vor solchen Dingen schützen? Wenn man keine Unterstützung von der höheren Dimension zur Hilfe hat und keine entsprechende Energiequelle, die in der Lage ist, diese brutalsten technischen krankmachenden Energiefelder abzufangen, umzuwandeln, stärkere positive Energiefelder aufzubauen, als das, was uns gesundheitlich massiv ruiniert. Die spirituelle Entwicklung, wie kann der Cosmic Tower einen da unterstützen? Ja, wir hatten früher als Menschen einen Zugang bis zur 512. Oktave. Heutzutage sind wir vielleicht irgendwo bei der 40., 45., wenn überhaupt. Ja, die anderen Wesen, die wir nicht so sehen können, oder Gestaltswandler wie die englische Königin, die haben halt einen Oktavenbereich vielleicht von der 70. oder 80. Oktave. Ja, sie können sich halt materialisieren, dass wir sie als normale Menschen wahrnehmen. Und in Wirklichkeit über Gestaltswandlung sind sie halt ganz andere Wesen, die dahinter stecken, da wir diese Bereiche nicht erblicken können durch unsere niedrige Schwingung, die durch das veränderte Energiefeld auf der Erde bewirkt wurde, auch durch diese ganzen Maßnahmen, wie sie ja laufen, sei es halt die Stromquellen, der ganze Stress, die ganze Lebensweise, die wir heutzutage haben, die man uns vorgibt oder für uns halt arrangiert. Ja, das wird ja alles gesteuert von langer Hand, von ganz anderen Mächten, als wir uns das normal vorstellen können. Ja, diese ganzen Dinge sind für den Menschen halt nachteilig. Und der Cosmic Tower ist halt in der Lage, quasi im menschlichen Körper peu à peu so viel Energie bereitzustellen, dass der Körper sich heilen kann, dass Energiekreisläufe wieder in Gang kommen, dass Blockaden immer mehr verschwinden. Ja, nicht mehr nur die physischen Blockaden im physischen Körper, sondern auch geistig und seelische Blockaden. Diese ganzen Bereiche mit in Ordnung gebracht werden können und dass wir dadurch eine immer stärkere Schwingungserhöhung erleben. Ja, das kann der Cosmic Tower halt bewirken. Auch, dass wir nicht dauernd mit solchen krankmachenden Lebensmitteln, energieloser Kost oder mit irgendwelchen Giften in Lebensmitteln heruntergezogen werden in unserer Schwingung. Ja, und wenn diese ganzen Dinge, die negativer Art waren, alle weg waren oder weg sind oder beseitigt werden können oder positiv gemacht werden können, dann kann der Körper natürlich eine ganz andere Energie erhalten im positiven Sinne, eine viel höhere Schwingung erreichen und immer mehr Zugang bekommen zu höheren Dimensionen. Ja, dass wir also irgendwann dann vielleicht auch mal unsichtbare Bereiche wahrnehmen können, Hellhörigkeit, Fühligkeit, Hellsichtigkeit, diese ganzen Dinge, die für viele ja, sagen wir mal, irgendwo ferne Zukunftsmusik sind, können dann durchaus real werden. Ja, die Situation sieht ja so aus, dass die Erde momentan halt von diesen ganzen dunklen Wesenheiten befreit wird. Ja, wir haben da eine riesen kosmische Unterstützung auch dazu. Und die ganze Erde, um sie dauerhaft zu befreien von diesen ganzen negativen Kräften, wird in ihrer Schwingung weit angehoben. Ja, von außen, indem also die Torusfelder der Erde gestärkt werden. Da kommen also Riesenunterstützung auch derzeit. Ja, da erhöht sich die Schumann-Frequenz in den Obertonen-Oktavbereichen und so weiter. Ja, dort haben wir also eine riesige Energieanhebung, die also von außerhalb der Erde mit initiiert wird, mit bereitgestellt wird. Wir wissen, dass also von den Plejaden zum Beispiel riesengroße Raumschiffe hier sind, hunderte Kilometer lang. Ja, die also da auch gigantische Energiefelder natürlich aufbauen können und eine entsprechende Unterstützung geben. So, und wenn die Schwingung der Erde immer höher und höher und höher geht und die Menschen selber sehr viele Blockaden haben, oder eine sehr niedrige Schwingung,
dann kann es sein, dass viele Menschen dieses hohe Energiefeld nicht aushalten und einfach sterben und zugrunde gehen. Und der Cosmic Tower kann die Menschen auf dem Niveau, wo sie stehen, abholen. Er holt sie genau dort ab, wo sie stehen. Der liefert da nicht zu viel irgendwie. Ja, das kann ausbalanciert werden, weil die Cosmic Tower alle untereinander verbunden sind, kann das ausgeglichen werden. Ja, und er kann die Menschen peu à peu auf diese massive Schwingungserhöhung, die auf die Erde jetzt auch zukommt, vorbereiten. Dass wir also da einen ganz harmonischen Übergang schaffen, dass wir da nicht hinterherhingen oder so, sondern im Gegenteil vielleicht sogar ein großes Stück voraus sind, bevor dann diese massiven Energieschübe kommen, die die Erde in kurzer Zeit vielleicht auf eine viel höhere Schwingungsebene hochtransformieren. Ja, auch da liefert der Cosmic Tower einzigartige Unterstützung, wo man sonst also keinerlei andere Geräte findet, die sowas überhaupt ermöglichen würden. Ja, die haben überhaupt nicht den Auftrag oder überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu machen, ja, weil da eine entsprechende Intelligenz dazugehört, ja, und auch dieses vollständige Lichtspektrum und auch geschaut werden muss, was verkraftet der Mensch und was wäre eventuell zu viel und wie kann man das drosseln und so weiter. Also hier steckt Hightech vom Feinsten dahinter. Ja, das muss man sich dabei immer vor Augen halten. Also da hast du die nächste Frage schon im Prinzip beantwortet, ob das Energiefeld des Cosmic Tower eventuell zu stark sein kann. Also du sagst, es passt sich an die individuelle Situation. Es kann nie zu stark sein. Ganz genau, richtig. Ja. Wo stelle ich denn den Cosmic Tower am besten auf und was ist dabei zu beachten? Ja, der Cosmic Tower kann an und für sich überall hingestellt werden. Sinnvoll ist es, an und für sich ihn so ein bisschen zentral in der Wohnung oder am Haus zu platzieren. Ja, in der Regel, wenn man einen Cosmic Tower wählt, der eine Nummer größer ist als das, was man unbedingt bräuchte, ja, dann kann man den dann eigentlich an beliebiger Stelle in der Wohnung stellen, selbst wenn man den an der Außenwand von einer riesengroßen Wohnung stellt und eine Nummer größer gewählt hat, dann kommt er auch überall noch hin. Ja, ansonsten, wenn man halt gerade die Größe gewählt hat, die also empfohlen wird für Wohnung oder Haus, dann versucht man ihn möglichst zentral zu platzieren. Und man sollte, also man braucht kaum was beachten. Ja, man sollte ihn aber so aufstellen, dass er nicht unmittelbar vor einer Steckdose steht oder neben irgendwelchen riesengroßen elektrischen Verbrauchern. Ja, je größer irgendwo ein elektrischer Verbraucher ist, umso größer sollte der Abstand sein, den der Cosmic Tower dann hat. Ja, beim großen Fernseher vielleicht einen Meter Abstand wenigstens. Ja, wenn man Mikrowellenherd hat, da stellt man den nicht etwa drauf oder sowas, sondern geht einfach eine ganze Ecke weg. Ja, beim Kühlschrank oder so, da ähnlich. Ja, aber bei Kleingeräten, irgendwo eine Nachttischlampe, ist es weniger problematisch. Ja, da kann man den dann auch vielleicht 20, 30, 40 Zentimeter entfernt hinstellen. Das geht dann alles. Ja, der Abstand zu elektrischen Geräten deswegen, weil der Cosmic Tower erstmal sein eigenes Feld aufbaut. Ja, und damit dieser Aufbau des Feldes nicht behindert wird oder von vornherein geschwächt wird, ja, deswegen wählt man also den Abstand. Sobald der Cosmic Tower bewegt wird, schaltet das Feld ab. Wenn man dann wieder an den neuen Ort stellt, wird das Feld wieder aufgebaut. Das Feld selber ist sofort da. Das dauert also nicht irgendwie ewig lange. Das geht sehr, sehr schnell. Das ist in Millisekunden schon da. Ja, aber wenn wir ein hohes Maß an Minusionen in der Luft wollen, dann muss natürlich da erstmal eine Weile gearbeitet werden, bis der ganze Staub aus der Luft weg ist. Der fällt dann also nicht mit dem lauten Gepolter irgendwie auf den Fußboden, sondern das dauert einfach, weil peu à peu dann das Maß an Minusionen in der Wohnung immer mehr und mehr dann aufgebaut wird. Genau, aber ansonsten anspruchslos. Ja, man kann ihn mit auf Reisen nehmen. Wichtig halt, er sollte nicht runterfallen und so vielen Stößen ausgesetzt werden. Wenn man ihn zu Hause lässt, hat man den Vorteil, dass er in der gesamten Wohnung immer ein gleichbleibendes, stabiles, hochenergetisches Feld aufbaut, dass alle Möbel sozusagen dann auch hochenergetisiert sind. Und wenn man dann vielleicht nach 3 Wochen mal nach Hause kommt, kommt man in so eine richtige Energiehöhle, bildlich gesprochen, rein. Ja, und wird dann in ein paar Minuten vielleicht schon wieder so zur Hälfte gleich mal regeneriert. Ja, dass man halt außerhalb der Wohnung an Energie eingebüßt hat. Ja, deswegen macht es vielleicht auch Sinn, wer viel auf Reisen ist, dass man seinen Cosmic Tower zu Hause lässt, ja, damit er immer schön die Wohnung beschützt, die Wohnung energetisch hervorragend aufbereitet, dass da immer wenig Staub dann in der Luft ist und nicht, dass man dann, wenn man heimkommt, wieder einen Tag warten muss, wie man dann wieder so halbwegs vernünftige Verhältnisse hat. Mhm. Ja, für unterwegs kann man sich ja einen kleinen zulegen, der ist 15 cm hoch und etwa irgendwie 8x8 cm, der passt in jede Handtasche mehr oder weniger noch rein. Oder eine Reisetasche natürlich und ist auch erschwinglich. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, wie kann das volle Potenzial am besten genutzt werden?
Ja, das volle Potenzial dann, wenn man mit dem Cosmic Tower aktiv arbeitet. Mhm. Ja, man kann mit ihm Kontakt aufnehmen, man kann mit ihm kommunizieren, man kann bestimmte Wünsche äußern. Alles, was nicht in den Bereich Ego-Wunsch und so weiter geht, kann der Cosmic Tower unterstützen. Man darf alle möglichen Aufträge erteilen, die man möchte. Ja, man muss noch schauen, alles, was Ego halt betrifft, mhm, oder Geldsachen und so weiter, ist nicht so ohne weiteres ausführbar oder erfüllbar, ein solcher Wunsch. Es sei denn, jemand, der hat vielleicht schon immer das Thema Geld zu lernen oder hat schon immer armseligst gelebt und soll jetzt mal als energetischen Ausgleich irgendwo eine größere Geldsumme bekommen. Wenn das in seinem Lebensplan drinsteht, dann kann das durchaus passieren, dass auch solche Dinge dann eintreten, ja, dass das mit unterstützt wird. Aber in der Regel geht es beim Cosmic Tower immer um die geistig-spirituelle Entwicklung. Mhm. Ja, wir müssen immer dran denken, man kann nichts mitnehmen an physischen Werten, an Geld oder sonst was, aber seine Seele nimmt man mit. Wir inkarnieren in einen neuen Körper und je nachdem, je mehr wir hier gelernt haben, um in einer so höheren Dimension, in einer so höheren feinstofflichen Ebene kommen wir dann an, ja, und umso mehr können wir dort entsprechende Unterstützung bekommen oder ein ganz anderes Startpotenzial dann mitbekommen fürs nächste Leben. Ja, das ist vielleicht ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir vielleicht nicht so unzählige Leben in irgendeiner niedrigen Schwingungsebene verbringen müssen mit allen möglichen Qualen und Schikanen oder sonst was, sondern dass wir vielleicht das Ganze so meistern, dass wir im nächsten Leben schon die Unsterblichkeit erreichen oder halt in der Lage sind, höhere Dimensionen zu bereisen, ohne dass wir unseren physischen Körper halt aufgeben müssen. Ja, dort kann der Cosmic Tower halt gigantische Unterstützung leisten. Ja, das ist also einzigartig, ja. Hat der Cosmic Tower eine begrenzte Lebensdauer? Die hat er nicht, denn er ist ja so gebaut, dass er über freie Energie verfügt. Ja, auch das Wasser, was wir drin haben, ist sehr gut abgedichtet und so weiter. Dort durfte an sich nichts passieren. Ja, nur wenn er halt, wie gesagt, mechanisch beschädigt wird, dann kann da irgendwas in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber ansonsten von Hause aus haben wir nicht irgendwie mit einer begrenzten Lebensdauer ausgestattet. Genau. Mhm. Ja. Welche Ausführungen gibt es denn? Ja, wir haben verschiedene Größen, denn bei vielen Menschen muss man ja auch ein bisschen auf den Geldbeutel achten. Ja, viele haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Ich habe das ja mit meinem Sohn erlebt, als wir die Geräte gebaut haben und auch verkauft haben. Die waren halt viel, viel teurer. Natürlich auch in vieler Hinsicht durchaus gerechtfertigt durch die Fähigkeiten und Funktionen, was die Geräte machen. Ja, man muss überlegen, was ein Auto kostet oder solche Dinge. Da ist vielfach halt so ein Gerät natürlich 100-mal mehr leistungsfähig für gesundheitliche Dinge oder andere Funktionen als jetzt irgendwie andere Anschaffungen. Aber wir haben auch versucht halt mit diesen neuen Geräten jetzt, die ich ja baue, auch mit Unterstützung halt wieder, dass wir da vernünftige Preise haben. Ja, die Kleingeräte Cosmic Tower 15 ist halt für eine Wohnung, normale Wohnung 50, 60, 70, vielleicht auch 80 Quadratmeter, ist der halt geeignet. Ja, der kostet 698 Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Wir haben dann eine Cosmic Tower 25. Ja, der ist 25 cm hoch für ein Einfamilienhaus oder auch eine große Wohnung. Manche Leute haben eine Wohnung dann von 90, 100, 120, 140 Quadratmetern und sowas. Dort würde ich also schon diesen Cosmic Tower 25 empfehlen. Und Einfamilienhaus und der Cosmic Tower 35, der geht dann im Bereich Mehrfamilienhaus, ja, oder kleineres Unternehmen. Ja, der kann also durchaus schon Bereiche von Dutzenden Metern abdecken. Ja, wir haben bei den Cosmic Towern jetzt ja nicht irgend so ein ganz bestimmtes, eine ganz bestimmte Meterangabe an Energiefeldern, ja, für die Energiefelder, weil die Größe des Energiefeldes hängt immer davon ab, wie viel Belastung sind da. Gibt es da eine WLAN-Verbindung oder 500 oder gibt es da 20 Handymasten und sind die irgendwo 500 Meter entfernt oder 20 Meter oder 4 Kilometer? Ja, wohnt man in der Stadt, wohnt man auf dem Land und so weiter. Also sehr, sehr unterschiedlich und es hängt auch maßgeblich mit davon ab, wie viel Cosmic Tower gibt es überhaupt in dem Gebiet oder in dem entsprechenden Land, wo man halt ein Gerät erwirbt. Ja, und je mehr Geräte da sind, umso dichter ist dann dieses Netz, umso stärker die Rückendeckung für einzelne Geräte. Ja, je stärker das Netz ist, umso mehr können die Geräte dann auch
flächenüberdeckend arbeiten. Wenn ich also ein Gerät in Berlin habe, ein riesengroßes und ein riesengroßes in München, und die geistige Welt verhindern will, dass irgendwo in Nürnberg jemand zu Tode kommt, dann können die zwei Geräte aus München und Berlin dort Energie hinschicken und dieser Person das Leben retten. Ja, so weit geht das. Ja, aber wenn wir halt flächendeckende Felder haben, wo überall Geräte stehen, dann können wir damit überall helfen, auch den Menschen, wo kein Gerät steht. Und das ist eigentlich diese Arbeit, der ich mich verschrieben habe. Ja, die Geräte sind nicht dazu da, hier irgendwelche Gelder oder Reichtümer oder sonst was zu verdienen, sondern diesen Job zu machen. Ja, wir kriegen diese Unterstützung auch bei diesen Geräten von der geistigen Ebene, von Leuten, die halt auch diesen Zugang haben, diesen Schutz sicherstellen können und so weiter. Ja, und das ist also nicht dazu da, dass man das für seinen persönlichen Vorteil oder was ausnutzt, sondern einfach diesen Job macht, um den es hier geht. Klar muss man von irgendwas leben, das ist in Ordnung, ja, aber nicht ins Haus und Braus oder mit irgendwelchen Dingen, wo man sich dann eine goldene Nase damit verdient. Ja, wir haben deswegen auch diese größeren Geräte gebaut, die man hier sieht. Den Cosmic Tower 75, entsprechend also 75 cm hoch. Der hat das Logo auf der Vorderseite. Ja, kommen wir dann noch dazu. Der Cosmic Tower 1,20 Meter, 120, ja, heißt er, der wirkt dann schon für unzählige Kilometer Energiefeld. Ja, Cosmic Tower 75, der macht so vielleicht 700 Meter bis maximal vielleicht 1 Kilometer Durchmesser Energiefeld. Ja, der Cosmic Tower 120, der kann dann schon ja, eine ganze Stadt oder sowas in Ordnung bringen, ja, die halt etliche Kilometer im Durchmesser hat. Und der Cosmic Tower 180 ist das größte Gerät. Der macht ein Energiefeld ja, von sage und schreibe 110 Kilometer. Ja, so, wir haben ausgetestet, wenn wir also in Deutschland ein ganz, ganz stabiles, sicheres Feld aufbauen wollen, wo also quasi keinerlei Schäden mehr für den Menschen entstehen können durch 5G oder durch radioaktiv belastete Luft oder durch Smart Meter oder alle möglichen anderen Dinge, Skalarwellen oder irgendwelche ja, anderen schädlichen Sachen. Ja, wenn wir da ein ganz stabiles Feld aufbauen wollen, brauchen wir für den Cosmic Tower insgesamt 30 Stück in Deutschland verteilt. Ja, und das ist eigentlich die Herausforderung. Und dort kann ich nur appellieren an manche Leute, die wirklich die Finanzen haben, die sich das leisten können, dass sie also nicht nur das Gerät für ihr Einfamilienhaus oder für ihr Wochenendhaus kaufen und so weiter, sondern vielleicht auch mal an die Mitmenschen denken und dann halt auch in größere Geräte investieren, sodass wir also in dieser Hinsicht vorankommen, ja, und dass wir das gemeinschaftlich halt lösen können, diese Aufgabe. Ja, und je mehr wir von den Größengeräten auch verkaufen, umso mehr sind wir in der Lage, mit den Erträgen, die dann reinkommen, weil der Herstellungspreis ist natürlich entsprechend auch weniger, dann können wir halt auch neue Geräte bauen, die wir dann vielleicht in Länder bringen, wo sich niemand irgendwas leisten kann, wo wir die einfach mal aufstellen, wo wir auch dort die entsprechenden Energiefelder errichten können. Ja, dieses Geld wird also entsprechend dann für diese Aufgabe auch mit verwendet. Ja, das ist also eine ganz, ganz wichtige Geschichte, das sollte man verstehen. Ja, weil manche, die beurteilen das dann nur nach dem Materialpreis und so weiter. Also fasst man sich manchmal im Kopf, was da manche Leute so für Vorstellungen haben. Ja, hier geht es also um diese spezielle Aufgabe, auch in dieser speziellen Zeit, in der wir uns derzeit befinden. Das heißt, nochmal zum Verständnis, du sprichst von den Cosmic Tower 180. Wenn da 30 Stück in unserem Land wären, wäre ein stabiles Feld schon gegeben. Ja, in dem Gebiet, was jetzt sich BRD nennt. Ja, ja. Das ist damit gemeint. Ja. Ja, wenn wir vom Deutschen Reich reden, wäre das was ganz anderes noch. Mhm. Ja, für Polen haben wir auch mal ausgetestet, bräuchten wir 12 Geräte. Mhm. Für die Schweiz brauchen wir irgendwie 10 oder auch 12. Mhm. Für Österreich ähnliche Größenordnung. Ja, wir können also da wirklich richtig, richtig viel erreichen in ganz kurzer Zeit. Wir sehen es auch in Italien, wie dort die Leute, wie die Fliegen starben, ja, weil sie sich haben impfen lassen oder auch durch 5G halt da schikaniert wurden und so weiter. Ja. Ja, hier haben wir wirklich eine gigantische, einfache, sehr zuverlässige Lösung. Was empfiehlst du? Für welchen Cosmic Tower sollte man sich entscheiden? Du hast es ja schon jetzt beschrieben bei den Größen. Genau, ja, also bei den ganz Großen würde ich halt sagen, wenn jemand seiner Nachbarschaft halt helfen will, wenn jemand mitten im Stadtzentrum von einer Großstadt wohnt und wenn man dort einen 1,20 Meter hohen aufstellt, kann man die ganze Stadt in Ordnung bringen. Mhm. Ja, dort kann man also einfach ein bisschen strategischer denken. Ja, wir sollten da denken in der neuen Zeit, die uns ja unmittelbar bevorsteht, sollten möglichst viele Menschen ankommen. Wenn wir einmal angekommen sind,
dann wird es uns gut gehen. Dann werden wir auch Geld bekommen, dann werden wir Reichtümer haben, wir werden Hochtechnologie haben, die bisher von den Dunkelkräften uns vorenthalten wurde. Ja, uns wird eine völlig neue Technologie-Revolution bevorstehen. Ja, wir werden im Wohlstand leben können und so weiter. Dort wird das Geld nicht mehr die Rolle spielen, wie das heutzutage hier der Fall ist. Ja, weil die Dinge automatisiert hergestellt werden können mit Hochtechnologien, von denen wir heute nur noch träumen. Ja, ich erinnere manchmal an die Stadt Neom, die in Saudi-Arabien gebaut wird, 33 Mal so groß wie New York. Die soll in 6 Jahren fertig sein. Dort gibt es kein Auto mehr, nur noch für Nostalgiezwecke. Aber ansonsten bewegt man sich dort nur mit Luftfahrzeugen von seiner Wohnung zur Arbeitsstelle. Muss man sich vorstellen, in 6 Jahren fertig. Das gibt diese ganzen Technologien. Das ist alles schon da. Bisher nutzen das die Eliten in Anführungszeichen für sich. Ja, aber wenn das jetzt alles sich ändert, ja, dann werden wir normale Menschen auch das zur Verfügung haben. Wichtig ist aber, dass wir nicht als Menschheit vorneweg zugrunde gehen. Und dieser Befreiungskampf halt von den dunklen Kräften jetzt doch noch auf der Siegeraden torpediert wird. Und dafür ist diese Arbeit so wichtig, die wir hier machen. Ja. Das ist also auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, im neuen Zeitalter, ja, da braucht man sich ja auch noch gute Energien. Da werden die Geräte genauso hier noch hervorragende Dienste leisten. Aber entscheidend ist jetzt diese Übergangsphase. Ja, wir sehen das, dass andere ihr Leben geben, um unterirdische Basen zu befreien und Kinder da rauszuholen. Ja, Tausende, der Trump mit seiner Armee, viele bezahlen das mit ihrem Leben und so weiter. Ja, und viele Menschen, die Geld haben, ja, die kümmern sich nur um sich und haben da wenig für ihre Mitmenschen übrig. Ja, das ist aus meiner Sicht unverantwortlich eigentlich. Ja, oder ja, dort sollte jeder mal wirklich in den Spiegel schauen und gucken, was kann er für die Menschheit tun. Vielleicht hat er in der Vergangenheit den Menschen viel Schaden zugefügt durch irgendwelche Mitgliedschaften in irgendwelchen Vereinen, wo man vielleicht lieber nicht dazugehören sollte. Man kann vielleicht jetzt damit ein bisschen was gut machen. Ja, auch das sollte man überlegen. Ja, es geht also nicht ums Geld. Und Geld haben viele Leute in Hülle und Fülle. Ja, wir wissen, dass das Sparvermögen der Deutschen irgendwo bei zig Billionen ist, 5 Billionen oder irgendwelche Größenordnung. Ja, da kann man also so eine Aufgabe, vor der wir hier stehen, mit Leichtigkeit im Handumdrehen erledigen. Wenn einige Leute, die ein bisschen bewusst sind, mitziehen, das mit unterstützen, mit voranbringen und nicht nur für sich alleine irgendwo das kleinstmögliche Gerät vielleicht kaufen, ja, sondern einfach eine Nummer größer sich entscheiden oder mehrere Nummern größer, um möglichst vielen Menschen auch zu helfen. Das Schöne ist ja, dass sich schon wirklich viele Menschen mit der Thematik befasst haben, auch mit dem Cosmic Tower. Und ich erleben kann, wie sie da auch den Beitrag für die Menschheit mit leisten. Und das ist einfach, da danke ich den Leuten auch schon mal dafür, dass sie das bisher, was die da alles schon gemacht haben. Ja? Und der eine oder andere merkt vielleicht auch in seinem Umfeld schon was, ohne zu wissen, was passiert ist. Ja? Und da haben solche Menschen einen Beitrag geleistet. Ja. Ja. Das hattest du eben auch schon gesagt, wie lange dauert das, bis sich das Energiefeld vom Cosmic Tower aufbaut? Also das Feld ist sofort da, wenn man ihn hinstellt. Ja, aber das Feld wird natürlich umso stärker, je länger er da ist, weil immer mehr und mehr und mehr Minusionen aufgebaut werden. Immer mehr alle Möbelstücke dann auch energetisiert werden. Das ist halt eine Zeit. Ja, und damit kann ich mit der Zeit das Energiefeld weiter und weiter steigen. Aber der Cosmic Tower selber ist in der ersten Sekunde mit voller Energie da, sofort. Ja, auch wenn man in irgendein Hotelzimmer geht, den da mitnimmt und so einen kleinen vielleicht auf seinen Nachttisch stellt, ja, dann ist sofort das Feld da. Man hat sofort den ruhigsten Schlaf und kein Problem mit irgendwelchen Wasseradern oder irgendwelchen anderen Problemen oder WLAN. Hotels haben ja meist volle Ausstattung mit WLAN und so weiter. Ja, also diese ganzen Probleme hat man alle vom Tisch. Während der Bewegung, wollte ich noch vielleicht erklären, ist der Cosmic Tower immer ausgeschalten, ja, weil er sich ja auch in die Torusfelder der Erde einkoppelt. Ja, und wenn der von A nach B ständig bewegt wird, dann ist diese Einkopplung nicht so ohne Weiteres möglich. Aber sobald man das Auto anhält ja, oder das Fahrzeug oder Flugzeug, ja, sobald das wieder gelandet ist, zum Stillstand kommt, dann arbeitet er sofort wieder. Ja, immer wenn er feststeht, arbeitet er, baut sich das Feld sofort auf. Wenn er bewegt wird, schaltet er aus. Die Wirksamkeit der Geräte, kann man die messen? Ja, selbstverständlich. Allerdings nicht mit den herkömmlichen Geräten, wo man Elektrosmog misst. Ja, viele rennen da rum mit diesen Dingen, die da also im Gigahertz-Bereich messen und so weiter. Ja, wir müssen ja sehen, diese Strahlungen sind ja nur deswegen schädlich, weil halt sozusagen krankmachende Schwingungen, linksdrehende Schwingungen,
da sind oder Skalarwellenfelder oder Torusfelder, die linksdrehend sind, erzeugt werden. So, wenn man diese Felder rechtsrumdrehend macht, gesund macht, dann kann ja die Information nach wie vor da sein. Ja, man muss sich ja so eine Skalarwelle vorstellen. Wie kann man sich das vorstellen? Indem man einfach, wenn man sich mal hinstellt, den Arm nach vorn ausstreckt, gerade ja, mit dem Finger nach vorn zeigt und dann eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn macht, ja, einen Kreis in die Luft malt und dabei vorwärts läuft. Und dieser Kreis wird immer größer. Das ist eine Spirale, das ist eine Skalarwelle. So, und je nachdem, wenn man den Finger im Uhrzeiger dreht, hat man halt eine rechtsdrehende Skalarwelle, ja, erzeugt in dem Sinne. Ja, und wenn man den Finger entgegengesetzt, Uhrzeigersinn dreht, eine linksdrehende Skalarwelle. Das heißt also, wir können selbst mit Skalarwellenmessgeräten nach wie vor auch die Skalarwellen messen. Die werden noch da sein. Aber kann auch eine Wirkung weg sein. Mhm. Und dasselbe ist beim Elektrosmog und bei Mikrowellen und so weiter. Ja, wir werden also nach wie vor diese Wellen alle messen. Die sind noch da. Ja, das muss man auch nicht alles eliminieren. Ja, wir wollen ja auch weiter telefonieren und diese Vorteile der Technik nutzen. Aber die krankmachende Wirkung, die ist das Entscheidende. Und die wird hier was gelöscht. Mhm. Ja, darum geht's. Das Thema Reisen hast du eben auch schon angesprochen, was zu beachten ist. Und, genau. Ja, man kann ihn auch mitnehmen, auch beim Röntgenapparat am Flughafen. Ja, selbst da habe ich also schon getestet, gab es auch keine Probleme, weil er sich halt schützen kann, ein eigenes entsprechendes Feld aufbaut. Das Logo auf dem Cosmic Tower, wofür kann... Ja, das kann man nutzen, genau. Das kann man nutzen, um sich besonders effizient mit dem Cosmic Tower in Verbindung zu setzen. Ja, weil viele haben ja ein Problem, vielleicht mit irgendeinem Holzklotz Kontakt aufzunehmen, mal übertrieben gesprochen. Ja, wenn man aber weiß, dass dort mehr dahinter steckt, ja, dass dort eine Seele aus der siebten Dimension meinetwegen dahinter steckt, ja, dann brauchen wir die nicht behandeln wie irgend so ein kleinen Hund oder wie so ja, ein mitleidiges Geschöpf, was man mal streicheln muss, wo wir uns so seelisch-moralisch erhaben fühlen gegenüber dem Lebewesen, ja, sondern hier ist es genau umgekehrt. Ja, diese Seelen, die dieses Gerät unterstützen, die damit arbeiten, ja, die diese Intelligenz zur Verfügung stellen, die sind in der höheren Dimension. Die haben Zugang zur Akasha-Chronik, zu dem gesamten Wissen. Die wissen genau, mit welcher Lebensaufgabe sind wir auf die Erde gekommen und so weiter. Die haben den absoluten Überblick über unser Leben. Die können in der Zukunft vorausschauen, welche Gefahren kommen jetzt, welche ungebetenen Gäste kommen vielleicht und so weiter. Ja, sie können uns dort massivst in jeder Hinsicht unterstützen. So, aber dafür ist es notwendig, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen, dass wir sozusagen unseren freien Willen äußern. Ansonsten sitzen die mit verschränkten Armen da und warten, okay, wenn da nichts kommt, also sorry, ich habe da keine Berechtigung, übergriffig irgendwas zu tun. Ja, die machen einfach dann nur noch ihre Grundfunktion, ja, das Wasser in Ordnung, die Lebensmittel und dem Menschen halt Energie geben und so weiter, das sind so gewisse Grundfunktionen, die halt gemacht werden, dafür ist er ja da. Ja, aber auch nur dann, wenn das höhere Selbst des Menschen zugestimmt hat. Ja, es wird immer beim höheren Selbst abgefragt. Nur wenn die Zustimmung da ist, wird das auch gemacht. Ansonsten bekommt der betreffende Mensch halt keine Energie. Der wird regelrecht ausgeklammert aus dem Energiefeld. Auch wenn in der Wohnung 5 verschiedene Personen wohnen, können die anderen 4 Personen volle Kanne die Energie bekommen. Aber der eine, der bewusst wissentlich sagt, ich will das nicht, der bleibt außen vor. Ja, so geht das halt, wenn die Geräte intelligent gesteuert werden. Ja, das ist halt hier der Fall. So, mit dem Logo kann man sich sozusagen mit dem Gerät intensiver verbinden. Ja, wenn man halt das Logo nach vorn dreht, ja, dass man es halt bei den kleinen Geräten, ist es ja auf der Rückseite, ja, dann sieht man es halt, dann erinnert man sich dran, hoppla, Mensch, mir fällt ein, ich müsste wieder mal ein paar Aufträge erteilen oder Langzeitaufträge geben oder ein Feedback geben oder mich bedanken, ja, oder mitteilen, dass vielleicht das eine oder andere noch nicht stark genug behoben wurde, ob da vielleicht noch ein bisschen was anders gemacht werden kann. Ja, man kann also mit denen richtig intensiv interagieren. Und je mehr man das macht, umso großartiger wird die Unterstützung sein. Mhm. Das ist der entsprechende Punkt. Ja. Und deswegen haben wir das auch mit dem Logo gemacht. Ja, das Logo ist nicht etwa, weil man sich mit irgendeinem Tier verbindet oder sowas, sondern hinter dem Logo steckt sozusagen diese jeweils hochstehendste Seele, die mit dem Gerät verbunden ist.
ja, dass man also damit Kontakt aufnimmt. Ja, das Logo haben wir genommen, weil halt auch dieser Wolf, ja, der halt weiß ist, das Licht verkörpert, ja, diese Finsternis, die da drumherum zu sehen ist mit diesem, ja, Viertelkreis, der so dunkel ist, dass diese Finsternis halt durchbrochen wird. Und genau dazu sind diese Geräte auch da, ja, das zu machen. Und ich empfehle den Leuten deswegen, um diese Verbindung mit dem Gerät halt herzustellen, in der ersten Zeit immer das Gerät so aufzubauen, dass das Logo nach vorn zeigt, dass man es halt sieht, dass man sich daran erinnert, aha, ich sollte doch und so weiter, ja, dass der Kontakt hergestellt wird. So, und dann kann man es auch dauerhaft vorn lassen, wenn man das möchte. Ja, oder man kann es halt dann noch umdrehen mit der Kugel nach vorn. Ja, aber wenn man das Gerät halt sieht, dann versucht man halt doch immer wieder auch den Kontakt herzustellen, ja, dass das halt nicht in Vergessenheit gerät. Dann kann man wirklich dieses Potenzial, was die Geräte halt wirklich ermöglichen, auch dann richtig ausschöpfen. Ja, wir haben da also gigantische Möglichkeiten, wenn man das halt nutzt. Können Nachteile entstehen durch den Cosmic Tower, wenn bereits andere energetische Geräte da sind? Bei anderen Geräten muss man immer schauen, alles, was in der göttlichen Ordnung ist, verträgt sich zu 100% mit dem Cosmic Tower. Wirkt sogar synergistisch, ja, die arbeiten dann als Team und so weiter. So, wenn allerdings Geräte da sind, die vielleicht nur zu 80% in Ordnung sind, ja, und irgendwo ein Ungleichgewicht erzeugen von 20% im menschlichen Körper, ja, dann sorgt der Cosmic Tower dafür, weil er ja sehr intelligent ist, von einer viel höheren Dimension aus agieren kann, das alles überschauen kann, dann sorgt der Cosmic Tower dafür, dass diese 20%, die bei dem anderen Gerät nicht gemacht werden oder falsch gemacht werden oder vielleicht davon schaden könnten, dass die mit ausgeglichen werden. Ja, dass also der Mensch sozusagen davon keinen Schaden nimmt und das perfektioniert wird. Wenn er das macht, gibt er allerdings einen Teil seiner eigenen Energie ab, die vielleicht für andere Aufgaben dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, das muss man sich überlegen. Wenn man jetzt ein Gerät gewählt hat, was von vornherein eine Nummer größer ausgelegt war, ja, dann wird das mit Sicherheit überhaupt kein Problem sein. Ja, aber man natürlich sich in Räumlichkeiten irgendwo vielleicht eine 3 Meter hohe geometrische Pyramide hingestellt hat, die mit einer riesen Grundfläche und einem miserablen Winkel vielleicht eine katastrophale Energie erzeugt, dann kann das schon sein, dass der Cosmic Tower dann ein riesen Kraftfeld aufwenden muss, um das zu harmonisieren oder auszugleichen. Insofern empfehle ich immer, auszutesten, welche Geräte vertragen sich mit dem Cosmic Tower. Welche lässt man in der Wohnung noch drin oder welche nicht. Ja, wenn der Cosmic Tower halt alle Bereiche abdecken kann und ein viel optimaleres Feld aufbaut, dann kann man auch andere Geräte halt erübrigen. Dann verkauft man sie halt und dann kann sie halt jemand anders nutzen, der halt genau so was dann benötigt. Was empfiehlst du? Wie können die Menschen das austesten? Ja, zum Testen gibt es die Kinesiologie, Tensor, Route. Ja, es gibt hellsichtige Menschen, die Energiefelder sehen können und so weiter. Genau. Ansonsten war da noch ein Punkt, wo ich vorhin vergessen hatte mit den Geräten. Man kann ja die Geräte auch messen. Das hatten wir ja vorhin schon. Das Thema, ich nutze zum Messen die Biophotonkamera. Ja, dort kann man also sehr schön die Veränderung vom Energiefeld sehen. Ja, man sieht, wie da Blockaden verschwinden oder halt die Aura gestärkt wird. Ich nutze außerdem auch ja, Geräte wie die, den Bioscan, ja, der zwar jetzt nicht direkt die Energiefelder misst, aber wo man halt trotzdem auch Rückschlüsse ziehen kann auf Einflüsse von elektromagnetischer Strahlung und so weiter, ja, wo man auch merkt, dass es halt, wenn die Menschen ein stärkeres positives Energiefeld haben, in viel schnellerem, atemberaubenderem Tempo bergauf geht, wenn irgendwelche Blockaden oder Defizite verschwinden. Ja, das ist also auch für mich immer wieder atemberaubend zu sehen, weil es nutzt ja nichts, wenn viele Menschen sich halt nur auf der körperlichen Ebene da alle möglichen Vitamine und alles Mögliche besorgen, ja, und da energetisch aufbauen und perfektes Wasser trinken und einen riesen Aufwand treiben, ja, aber sich von der Strahlung wieder komplett 100-mal mehr ruinieren lassen. Ja, die meisten drehen sich nur im Kreise und deswegen macht es halt Sinn, so viele wie möglich negative Dinge wegzulassen oder synergistisch so viele positive Dinge zu nutzen wie möglich. Ja, und im Hinblick auf die Schutz vor Strahlung und auch Aufbau positiver Energiefelder ist halt der Cosmic Tower ja wirklich hervorragend geeignet. Ja, aus meiner Sicht weit, weit mehr als das, was ich bisher alles so kennengelernt habe. Ja, aus dem Grund ist ja dein umfangreiches Wissen, das du hast, mit Ernährung, mit Vitaminen und Supplements
und mit energetischen Geräten so wertvoll für die Menschen, weil du einen ganz anderen Überblick hast. Viele haben eine Sparte, und das ist ja auch wichtig, aber die Komplexität, mit der du die Themen angehst, die sind einfach so wertvoll. Ja. Deswegen machen wir ja auch die Gespräche, um die Menschen darüber aufzuklären und über dieses gesamte Bild zu sprechen. Ja. Genau. Ja, kann der Cosmic Tower Auswirkungen auf das Verhalten von Menschen haben? Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, dass dann das in der Firma aufgestellt worden ist und nach einer halben Stunde die Mitarbeiterin es nicht mehr ausgehalten hat. Ja. Die war geflüchtet. Ja. genau, aber wir haben ja heutzutage eine Gesellschaft mit Angst und Stress ohne Ende. Ja, uns wird immer mehr Geld entzogen und so weiter. Die Steuern, die steigen immer mehr. Im Mittelalter hatte man mal gesagt, ja, der Zehnte ist abzuführen, 10% Steuern. Wir sind ja heute über direkte, indirekte und hintenrum Steuern sonst wo angekommen. Kann sich ja jeder ausrechnen, wo er gelandet ist. Und das führt immer wieder zu einem wahnsinnigen Stresspegel. Stress erzeugt Adrenalin, ein Molekül Adrenalin raubt ein Molekül Vitamin C. Das heißt, uns gehen Elektronen verloren. Das heißt, wir haben durch diese ganze Situation der heutigen Gesellschaft einen irrsinnigen Energiemangel. Mit anderen Worten, wenn Energiemangel da ist, versucht jeder, seine Energie so maximal wie möglich für sich zu behalten. Ja, wenn der Ehepartner die Ehefrau kritisiert, du hast ja das Essen noch gar nicht fertig und so weiter, und die Ehefrau vor lauter Stress schon ohnehin auf dem Zahnfleisch kriecht, sozusagen bildlich gesprochen, und dann noch kritisiert wird, weil das Essen 3 Minuten zu spät auf dem Tisch steht, dann wird sie sich natürlich gegen diese Kritik verwahren wollen. Ja, sie will ihre Energie behalten, weil durch die Kritik wird ihr nämlich Energie abgesaugt. Durch diese Kritik raubt der Ehemann der Frau die Energie. Also schützt sie sich und sagt dem Mann, du, also nur halt mal die Luft an oder fass dich mal in der eigenen Nase oder wird zurückgeschossen. So, und dadurch entstehen viele Konflikte. Ja, und das führt zu gereizter Stimmung, zu Ausbrüchen, zu Wutanfällen. Ja, Menschen, die in der Depression, wenn man die noch kritisiert, die explodieren dann am Ende förmlich, weil sie ihr letztes Quäntchen Energie vielleicht weggenommen bekommen. Ja, so, was macht der Cosmic Tower? Der Cosmic Tower liefert den Menschen Lebensenergiefelder. Und damit können sie auftanken. Sie können Energie tanken. Und dadurch kann auch in einer stressigen Familie oder wo es Konflikte gibt, die ganze Atmosphäre sich verändern. Ja, dass die Menschen also gelassener werden, entspannter. Ach, naja, okay, wegen der 3 Minuten, das stört mich doch jetzt nicht. Oder und als die Frau angemerkt wird vom Ehemann, dass sie sich halt sagt, das ist eine deutsche Eiche, wenn sie sich eine Wildsau dran schabt. Oder man geht bestimmte Situationen herein, wenn man einfach viel, viel mehr Energie hat. Man ist viel ausgeglichener, gesünder, fitter, leistungsfähiger und auch weniger kritikanfällig, wo halt sonst vielleicht ganz andere Situationen schon entstanden sind. Ja, ansonsten, das ganze Zusammenleben und so weiter kann sich natürlich auch verändern, weil der Cosmic Tower übernimmt ja auch ein Stück weit Führung. Mhm. Es geht ja darum, dass jeder Mensch seine Lebensaufgabe leben kann, dass er unterstützt wird. Und mit dem Cosmic Tower wird er ein so starkes irdisches Feld an Lebensenergie zur Verfügung gestellt, dass also auch mit Unterstützung der höheren Dimensionen der Mensch wieder perfekt geführt werden kann. Ja, und dann kann es halt sein, wenn jemand irgendwo in einer katastrophalen Ehe gelebt hat, die eigentlich ihn in seiner ganzen Entwicklung nur blockiert hat, dass sowas auf einmal auf eine ganz elegante Weise sich auflöst, wenn der Cosmic Tower dort steht. Oder aber, dass es eine entscheidende Wende gibt, dass der andere Partner, der für gewisse Dinge verantwortlich war, plötzlich ein ganz anderes Einsehen bekommt oder eine ganz andere Episode erlebt oder zu einer Situation hingeführt wird, wo es ihm wie Schuppen von den Augen fällt, was er die ganzen Jahre falsch gemacht hat und für dieses Ganze, für diesen schlechten Zustand in der Familie vielleicht verantwortlich war. Ja, also auch dieser Aspekt ganz, ganz wichtig. Und dort haben wir also auch in Form des Cosmic Tower eine riesen, gigantische Unterstützung. Toll, ja. Ja, du hast hier die nächste Frage schon. Ja, genau. Also wie verhält es sich, wenn nichtmenschliche Wesen ins Energiefeld des Cosmic Towers kommen? Genau, nichtmenschliche Wesen, sofern sie positiv sind, fühlen sich pudelwohl.
Ja, die fühlen sich pudelwohl, die sind sehr, sehr liebevoll. Ich habe ein Interview mit der Marlies Schönebeck in Hamburg gemacht. Ja, Live-Besuch der Sphärenkugelbewohner, so heißt das Video bei mir auf dem YouTube-Kanal, zu finden. Und die haben sich dort pudelwohl gefühlt, ja, weil das Energiefeld stimmig war und ja, insgesamt eine gigantische Unterstützung. So, aber wir haben leider auch diese andere Seite der Medaille, nichtmenschliche Wesen negativer Art, die halt die Menschheit bisher versklavt haben, die halt ja, Kinder entführt haben und Menschenfleisch gegessen und was es da alles so für abartige Dinge gibt. Und diese Wesen haben in der Regel nicht mitmenschliche Gefühle. Mhm. Ja, sie sind kaltherzig und berechnend und einfach wie Raubtiere, ja, die also nicht irgendwie Mitleid mit irgendwas haben und so weiter. Ja, sie haben dadurch auch ein ganz anderes Schwingungsniveau, ja, was halt, sagen wir mal, denen das Energiefeld von dem Cosmic Tower unbehaglich macht. Ja, der Cosmic Tower wirkt also für sie als ein zu hochschwingendes Energiefeld. Ja, und dadurch versuchen sie sich davon fernzuhalten. Ja, der Cosmic Tower hat also spezielle Frequenzen auch, die zum Beispiel ein Reptor überhaupt nicht aushält. Ja, das sind also ganz spezielle Sachen, sodass man also gerade Leute, die da sehr viele Angriffe haben oder irgendwelche Probleme in der Hinsicht, ja, Unterschiede wie Tag und Nacht erleben können. Ja, das ist, sage ich also nicht so einfach nur daher. Ich weiß, dass es so ist. Ja, wir haben da also entsprechende Beweise auch dafür. Ja, das funktioniert tatsächlich. Mhm. Ja. Ja. Was empfiehlst du neugierigen Menschen, die das Gerät vielleicht öffnen wollen? Ja, das sind ja so gewisse Schlaumeier und ja, wie auch immer, oder vielleicht auch Trolle oder Geheimdienstleute, die irgendwo was behindern wollen oder nach wie vor für Deep State arbeiten. Muss man schauen. Erstens können Sie, wenn Sie negative Absichten haben, nimmt das Gerät das wahr. Sie können also da durchaus vielleicht auch ja, vielleicht irgendwelche Problemchen bekommen. Ja, wäre vorstellbar. Zum Zweiten ja, müssen Sie schauen, das Geld, was Sie ausgegeben haben, ist hinterher futsch. Ja, ob Sie da noch genügend auf dem Konto haben, dass Sie sich ein neues kaufen können. Ja, wir schauen natürlich auch, wer bekommt welche Geräte von uns. Nicht jedermann, wo wir wissen, dass er negativ unterwegs ist, bekommt von mir ein Gerät. Überhaupt nicht, ja, ganz im Gegenteil. Und ja, wenn man die Geräte öffnet, wird man nichts Spektakuläres finden. Was findet man, wenn man den menschlichen Körper öffnet? Wo findet man die Stromquelle, dass der Körper Strom erzeugt? Wo findet man das Chakra? Wo findet man das? Das kann man alles überhaupt nicht sehen. Ja, genauso ist es hier bei den Geräten. Das meiste ist alles im unsichtbaren Bereich. Aber wir können es messen. Ja, es geht nicht darum, was ist da drin oder was sieht man da oder wie groß sind da welche Teilchen und so weiter. Das ist ein ganz einfacher, dichter Aufbau. Ja, das Know-how ist das Entscheidende, dass damit diese ganzen Funktionen bewerkstelligt werden können. Darauf kommt es an. Und die sind alle in diesem unsichtbaren Bereich. Und auch nur vielfach dadurch möglich, dass die Geräte halt sozusagen mit dieser Intelligenz verknüpft sind, ausgestattet sind. Sonst wäre das überhaupt nicht machbar. Ja, also das bringt nichts da irgendwie, das geht nur alles kaputt und hinterher funktioniert nichts mehr. Ja, man kann die also nicht öffnen, hinterher wieder zumachen und dann denkt man, das geht da irgendwie weiter. Ganz im Gegenteil, es ist alles hinüber. Ja. Okay, also dann hat man das Geld umsonst ausgegeben. Gibt es im Moment weltweit etwas Vergleichbares an Geräten wie den Cosmic Tower? Aus meiner Sicht derzeit überhaupt nicht. Ja, ich habe bisher nichts erlebt, kennengelernt, was wirklich sämtliche Bereiche abdeckt. Ja, sowohl diesen ganzen Schutz als auch dieses vollständige gesunde Energiefeld zur Verfügung gestellt, eine eigene Intelligenz besitzt, ja, im Einklang mit kosmischen Gesetzen arbeitet und von der neunten Dimension geschützt ist. Noch nie gehört, noch nie erlebt. Ich kenne niemanden, der in der Richtung so arbeitet. Ja, selbst was mit meinem Sohn gemacht wurde und so weiter. Also hier ist eine ganz, ganz andere Geschichte, eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Reichweite. Wir sehen das ja mit den großen Geräten. Ja. 1,80 Meter hoch können wir Energiefelder aufbauen von 110 Kilometern. Gut. So, hier sehen wir mal die Rückseite. Ein Gerät. Also da habe ich noch nie irgendjemanden kennengelernt, wirklich im großen Stil, auch wenn ich dann negativen Dingen schon kann, wenn energetisch aufbauen kann. Ja, so sieht das Logo aus vom Cosmic Tower. Genau, das ist von den kleinen Geräten auf der Rückseite. Das Logo, ja, unten drunter steht meine Website.
Seite, die muss noch aktiviert werden. Aber ansonsten kann man das hier sehr schön sehen. Bei den großen Geräten haben wir das Logo auf der Vorderseite angebracht, weil dort es natürlich noch umso wichtiger ist, dass immer wieder dieser mentale Kontakt noch hergestellt wird, dass sich die Menschen immer wieder erinnern. Oder auch wenn so ein großes Gerät, was ja doch recht hübsch aussieht, würde ich mal sagen, wenn dann Leute das sehen, dass also auch alleine durch den Blickkontakt, auch dieser Kontakt zu der Seele des Gerätes hergestellt werden kann. Genau. Sind die Geräte erschwinglich, Harald? Was kosten sie? Ja, viele fragen mich ja, wenn ich so einen Vortrag halte, bewegt sich der Preis im vier- oder im fünfstelligen Bereich oder im sechsstelligen? Also es sieht so aus, wir haben die Geräte versucht, so preiswert wie möglich zu machen. Auch trotzdem, aber auch unter der Maßgabe, dass wir halt diese spirituelle Aufgabe erfüllen können. Mhm. Auch dort Geräte hinbringen können, wo zwingend welche notwendig sind oder manche ganz, ganz wichtige Menschen, die massiv energetisch angegriffen werden, sich das aber nicht leisten können, auch von mir mal ein Gerät geschenkt bekommen können. Ja, da gibt es ja so einige Dörte, kennst du ja auch. Ja. Genau. So, das sind also ganz wichtige Dinge. Ja, ich sehe das als diese wichtige Arbeit, dass mir das nicht nur hier ermöglicht wird, diese Arbeit zu machen, dass ich hier irgendwie an mich denke, sondern wirklich auch an die Allgemeinheit oder auch wertvolle Menschen. Das kann ich nur bestätigen. Also Harald setzt sich sehr, sehr, sehr stark für diese Menschen ein und macht da sehr viel kostenfrei und um den Prozess, in dem wir uns gerade alle befinden, einfach zu unterstützen und damit zu helfen. Ja. Genau, also ich mache das mit aller Kraft. Ich habe ja auch mit meinem Sohn seinerzeit damals mein Haus aufgeben müssen, wollen, sollen, was ich da früher gebaut habe mit riesengroßer Fläche und schön alles nagelneu gebaut und musste alles stehen und liegen lassen. Ich könnte mir aussuchen, behalte ich mein Haus oder helfe ich meinem Sohn und helfe dieser spirituellen Aufgabe, die wir damals gemacht haben. Ja, aber leider war es halt dann nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und deswegen setze ich halt jetzt diesen Weg fort mit anderen Leuten, die aus meiner Sicht viel, viel weiter noch sind als er und damit halt auch das ermöglichen können. Und deswegen sind die Geräte auch entsprechend preiswerter. Wir haben also auch kleine Geräte jetzt für 698 Euro, sind die kleinsten, die wir derzeit haben. Genau, der Cosmic Tower 15, der also für eine Wohnung da ist. Dann haben wir halt den Cosmic Tower 25, 951 Euro für ein Einfamilienhaus. Normale Hausgröße, wer ein riesengroßes Haus hat oder ein Mehrfamilienhaus oder eine Firma, der holt sich halt dann eine Cosmic Tower 35. Der Cosmic Tower 75 kann, wie gesagt, schon Energiefeld aufbauen, so vielleicht von 700 bis 1000 Metern. In dieser Größenordnung wird sich das bewegen, kann man also ein ganzes Wohngebiet vielleicht in Ordnung bringen oder in der Nachbarschaft halt Menschen helfen und so weiter. Der Cosmic Tower 120, der ist dann schon etwas größer halt, kostet auch ein bisschen mehr, 7.500 Euro. Der macht ein Energiefeld, wie gesagt, vielleicht 15, vielleicht 20 Kilometer in dieser Größenordnung wird sich das bewegen. Und wir haben den Cosmic Tower 180, der macht dann, wie gesagt, 110 Kilometer. Ja, damit hat man also die Möglichkeit, wirklich was zu tun, den Menschen mitzuhelfen im großen Stil. Ja, nicht nur an sich zu denken, wer sich es halt nicht leisten kann. Ein größeres, der kauft sich halt das, was für seinen Wohnbereich das Richtige ist. Ja, aber wir haben auch die Möglichkeit, Rinderställe und sowas zu versorgen, die halt natürlich oftmals, wenn da ein Handymast daneben steht, viele finanzielle Verluste erleiden, wenn die Totgeburten und sowas steigen. Ja. Ich habe das ja erlebt, auch in der Vergangenheit mit den anderen Geräten, die ich jahrelang auch beworben hatte, dass wir halt dort auch solche Dinge in den Griff bekommen haben, die Sterblichkeitsraten massiv gesunken sind, dass die Rinder zum Beispiel wieder die Nachgeburt gegessen haben, was vorneweg ein Unding war, jahrzehntelang nicht. Und plötzlich haben wir so ein Gerät dahingestellt und auf einmal Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und ähnliche Dinge werden wir also auch hier erleben. Das kann man also viel, viel weiter denken, weil es sind ja gerade auch in der Landwirtschaft viele wirtschaftliche Dinge, die eine Rolle spielen. Und wenn man halt gesunde Lebensmittel erzeugen will, dann macht natürlich auch ein gesundes Energiefeld Sinn. Ja, man kann seine ganzen Äcker damit zum Beispiel in Ordnung bringen und solche Dinge. Ja. Ja, wenn man einfach ein großes Gerät aufstellt, die Geräte drücken durch Wände und so weiter durch. Man kann sie nicht abschirmen mit irgendwie Metall oder sowas. Sie arbeiten über ein Skalarwellenfeld. Ja, sonst würden wir ja, wenn wir einen Metallkäfig kriechen, uns dematerialisieren, wenn dort die Skalarwellen nicht
abkommen würden. Ja. Ja, genauso ist halt hier. Sie wirken also durch Wände und so weiter widerstandslos hindurch. Mhm. Ja, und man kann sie deswegen auch in Räumlichkeiten beliebig aufstellen. Die Geräte sind das Holz. Ja, man sieht es auf den Fotos, sehr, sehr filigran und sehr, sehr dezent ansprechend bearbeitet. Und man stellt sich halt innerhalb der Räume auf, ja, in einem geschützten Raum, wo halt kein Frost hinkommt. Ja, vielleicht auch im Wohnbereich, wo sie halt hübsch dann auch ja, bewundert werden können und da vielleicht noch eine ganz andere energetische Unterstützung dann zustande kommen kann. Ja, wo kann man sie bestellen? Bei uns in Bautzen, bei meiner Firma Qi-Balance GmbH. Ja, wir haben hier die E-Mail-Adresse info@qibalance.de. Ja, ich bin erreichbar über Handy. Ja, man kann mich also anrufen. Am einfachsten ist, wer also diese Präsentation hier gesehen hat oder dieses Interview, der wird ja vielleicht die meisten Fragen bereits beantwortet bekommen haben. Der kann also auch direkt eine Info, eine E-Mail schicken an unsere info@qi-balance.de E-Mail-Adresse oder auch bei mir im Büro anrufen. Meine Mitarbeiterin ist momentan allerdings im Homeoffice, nur ab und zu mein Büro, wenn also Dinge zu verschicken sind, ja, aber per E-Mail jederzeit erreichbar und ja, in Notfällen halt auch bei mir über Handy. Wir haben auch als Handy eine Festnetznummer angegeben, die also auch jederzeit bei mir auf dem Handy rauskommt, sofern ich in Deutschland bin. Wenn ich im Ausland bin, fallen ja dann Roaming-Gebühren an, da geht dann diese Festnetznummer nicht mehr mit der Nürnberger Vorwahl, ja, sondern da kann man dann nur noch über die ganz normale Handynummer mich erreichen. Ja, Harald, ich bedanke mich für die Ausführungen zum Cosmic Tower und ich denke, wir hatten so viele Anfragen, die liefen bei dir rein, die liefen bei mir rein. Wann kriegen wir mehr Informationen? Wie sieht das aus und was kann man damit machen? Wir haben jetzt versucht, weitestgehend die wichtigsten Fragen mal durchzugehen und ich danke dir für die Zeit und für deine ganze Arbeit und ich habe ja auch eine Gruppe, die Götterfunken, und da haben schon einige auch dieses dein Gerät erworben. Und das Feedback, was ich bisher da erhalten habe, die sind alle hochzufrieden und es wirkt. Und viele warten jetzt, wie gesagt, auf den Beitrag. Und ich bedanke mich von Herzen, Harald. Ja, liebe Dörte, ich möchte mich auch bei dir bedanken für dein Engagement, für deine Unterstützung, dass wir immer schön gemeinsam auch Interviews führen können. Ist ja doch eine Bereicherung und freut mich sehr, auch dass du mithilfst, das hier so publik zu machen und auch für die Präsentation und so weiter. Hast du ja auch viel Arbeit reingesteckt. Super, super. Ja, danke, du. Vielen Dank. Ich danke dir und alles Liebe an euch da draußen und bis bald. Bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao.